heute hier zu Tag 2. Take Show, Elgelos back. Boah, schön, dass ihr dabei seid. Pünktlich wie eh und je. Wir haben ja gesagt, wir gehen heute um 12 live. Natürlich sind wir nicht um 12 live gegangen, aber rein aus Prinzip schon. Und nicht, also wir sind wirklich noch mit Hochdruck. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben hier ein komplett neues Setup hingebaut. Man sieht jetzt hier gerade nicht so viel. Jetzt sind wir hier ausnahmsweise mal auf der Couch. Auch das Setup ist irgendwie noch nicht so ganz final ready. Das wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen schöner. Wird auch irgendwann mal wieder geputzt. Guckt euch das mal an, wie viel Staub. Guck mal, ihr könnt das nicht sehen. Ich sehe das hier im Fernseher. Das muss ja mal hier alles sauber gemacht werden. Aber ist ja keiner mehr da zum sauber machen. Ne? Ich hoffe, euch geht's gut. Der ist ja fast pünktlich. Active Rage. Alter, Active Rage. Du bist auch da. Schön, dich zu sehen. Adelberg, auch mit am Start. The Last Mohikaner ist auch mit dabei. De Roggel, schön, dass ihr da seid. Ist das dieser Naruto Movo? Ja, ey. Heute gibt es eine Menge Content. Was wir alles machen, ich habe ehrlich gesagt fast keine Ahnung. Wir werden heute wieder einen Bar-Talk haben, einen Namenabend. Wir werden heute zocken. Wir werden heute möglicherweise eine Live-Performance hier von einem Rapper haben, einen Artist, der hier vorbeikommt, da wo die Kamera hier gerade steht. Deswegen, darüber möchte ich mit euch drüber sprechen. Ich habe nichts mehr, ihr habt Telefonate geführt. Also wir sind ja wirklich jetzt ein sehr kleines Team, das hier arbeitet, aus gegebenen Anlass. Und das alles dann zu handeln, also alles redaktionell vorzubereiten, gleichzeitig irgendwie mit allen Leuten zu reden, mit allen anderen Partnern zu reden, die hier mit uns was Cooles zusammen machen, was mega geil ist, wirklich. Ich bin so ultra gehypt. Ich denke mir so, was geht ab? Ich muss gleich noch jemandem antworten. Und ich habe schon gesagt, das ziehen wir durch, Sekunde. Ich habe es nicht mehr geschafft. Ach, guck mal, der Pete, der schaut vielleicht zu. Ja, komm mal vorbei. Komm vorbei, du darfst vorbeikommen, aber bitte niemand anders. Also du auf jeden Fall. Mit dem möchte ich mich gleich sprechen. Wir haben hier CrossFit Krefeld. Da habe ich mich mal kurzzeitig verirrt, weil ich gedacht habe, ich könnte da mithalten und mich fitnesstechnisch irgendwie weiterentwickeln. Der Anfang war ganz okay, hat auch mega Spaß gemacht. Irgendwann habe ich nicht mehr hingekriegt, muss ja fairerweise mal sagen, und habe aufgegeben. Aber wir haben überlegt, warum. Also das, die Idee hat sich, ich muss sagen, es überschlägt sich alles bei mir im Gehirn. Das arbeitet und rattert und ich verarbeite das gerade. Den Pete würde ich super gerne jetzt gleich bei uns haben, denn er und ein Kollege, dem gehört hier CrossFit Krefeld. Und die haben da mega geile Community, mega coole Leute und die trainieren natürlich normalerweise, aber der Laden hat natürlich auch geschlossen. Jetzt machen sie auch so Online-Sessions und da habe ich gesagt, ey, Online-Session, hier, wir haben hier so ein Gym aufgebaut, komm vorbei, du unterrichtest mich und sagst mir und quälst mich. Ach, guck mal, wir haben ja heute, und das Format ist hier offiziell Tag, ne? Theoretisch, guck mal hier, gibt hier einen Tee. Tee, was ist das für ein Tee? Pfefferminztee, guck mal, und wofür ist das andere Ding da? Und wo ist der Strohhalm? Aber ein Kaffeebeutel. Alter, du bist ja hier. Und können wir so einen Running Gag daraus machen, dass ich immer einen Strohhalm nehme für alles? Aber ich glaube, das ist mit Tee vielleicht nicht ganz so ideal. Wo war ich stehen geblieben? CrossFit. Und da habe ich gesagt, ey, trainiert, der soll mich trainieren. Also der soll mir sagen, was ich machen muss. Und ich muss trainieren. Ich hatte mich vorhin einen Call mit Twitch und gefragt, hey, wie sieht es denn aus? Seit wann sieht man mich wieder? Maximus, ich grüße dich, seit gestern im Prinzip. Und da habe ich mit Twitch vorhin gecallt und die haben gesagt, hey, wir promoten dich sehr gerne. Deren Aussage war, ey, wenn ihr verrückte Formate habt, das sind genau die Formate, die wir jetzt am allerliebsten auf die Frontpage setzen. Also irgendwie Leute, die den Leuten erklären, wie man zu Hause zum Beispiel trainieren kann, sodass jeder was davon hat und das halt mal was, ich sag mal, extraordinary ist. Und da habe ich gedacht, CrossFit? Das ist nichts Alltägliches. Der Typ kann mit mir Übungen machen, die jeder zu Hause nachmachen kann, mit eigenem Körpergewicht. Und notfalls, wir haben natürlich auch ein paar Geräte hier, eigentlich keine schlechte Idee. Deswegen war das jetzt mal so eins der Formate. Vielleicht machen wir die jeden Mittag, dreimal die Woche, viermal oder einmal oder mal gucken. Gucken, was der Pete sagt. Mit dem würde ich gleich drüber sprechen. Richtig cooler Typ. Und ja, ich hoffe, der kommt vorbei. Ich gucke mal kurz aufs Handy, weil ich behaupte ja einfach Sachen. Ich glaube, der hat gerade zugeschaut. Er ist auf dem Weg. Sehr nice. Gleichzeitig haben wir natürlich noch 15 andere Typen mit am Start, die irgendwas wollen. Und ja, hallo, Nuki.de. Nuki, ich grüße dich. Schön, dass du hier mit im Channel bist. Ja, schaust das erste Mal heute zu. Gestern warst du nicht da, oder? Wie gesagt, in meinem Gehirn überschlägt sich alles. Aber ja, Twitch hat gesagt, hey, wir unterstützen euch natürlich, wo wir können. Mega geil. Wir werden jetzt heute, glaube ich, angeblich
Benji hat jetzt auch den Homie-Button gedrückt. Schön, dass du auch mit am Start bist. Ich grüße dich. Der Sound funktioniert auch wieder in der Halle. Sehr, sehr nice. Ja, mega nice. Und wir werden heute wahrscheinlich noch einen neuen Partner announcen. Was sich aus der, also aus der Not gedrungen so entwickelt, kann man sich gar nicht vorstellen. Wirklich wahnsinnig. Ich glaube, wir werden heute einen richtig krassen Partner, der unfassbar viele verschiedene Produkte hat und davon sehr viele sinnvolle Produkte hat. Das eine oder andere werden wir, glaube ich, sehr gut gebrauchen können und der uns aktiv unterstützen wird in jeglicher Hinsicht. Also mit Produkten kann ich auch ganz ehrlich sagen, mit Kohle, das ist ja das, so wie das hier alles entstanden ist. Ey, die ganze Firma ist dicht, Leute müssen die Kurzarbeit. Was kann Elgelo tun, um irgendwie der Firma zu helfen? Hau ich mein Gesicht mal wieder vor die Kamera und guck mal, ob Leute das gut finden. Und lass uns coole Formate bauen. Ich habe gerade übrigens gelesen nebenbei, wir wollen ja heute eigentlich einen Artist haben, der kommt morgen. Weil heute ist denen das wohl ein bisschen sehr kurzfristig, aber ab morgen sind die am Start. Morgen werden wir hier eine Live-Performance haben. Ach, guck mal, heute kommt der Micha. Failfunk, das ist einer unserer anderen Gäste. Mitarbeiter. Unser DJ, DJ himself, der die Testshow mitgemacht hat, der gute Micha, der wird heute, während ich zocke, wird der eine kleine Live-Session am DJ-Pult machen. Also, es wird echt verrückt. Also ich weiß gar nicht. Ich habe ja gesagt, wir machen einen Sendeplan. Momentan, wir kommen noch nicht mehr dazu, einen Sendeplan richtig zu machen. Wie ihr seht, Sachen schieben sich live, während ich hier sitze. Ich komme halt gar nicht hinterher und auch die Jungs sind halt alle, also die paar, die hier sind, das sind jetzt irgendwie 2, 3 Leute hier, also 2 Leute, die hier arbeiten und Olli, der zockt. Der will einfach nur nicht zu Hause sein, glaube ich. Aber nein, der ist halt mega Support, muss man auch dazu sagen. Ist das hier so gesund? Ja, okay. Das wird schon. Das Einzige, was ich euch sagen kann, was Sendeplan angeht, wir werden jeden Tag jetzt live sein und wir werden jeden Tag gegen 12 Uhr starten. Das wird passieren. Und dann ziehen wir durch. Gestern haben wir bis kurz nach 12 gemacht. Das ist noch ganz schön heiß. Und heute werde ich eigentlich heute auch wieder bis 12 machen. Also ich will meine 10 bis 12 Stunden. Also ich habe das Leuten erzählt, die haben alle gesagt, wie willst du das 7 Tage durchhalten? Und vorher noch morgens arbeiten, weil ich komme hier morgens ins Büro und versuche halt Sachen gerade für die Show vorzubereiten. Aber so, es gibt natürlich so ein paar Projekte, die gerade geschoben werden und da muss ich überall noch so in der Restkommunikation sein. Ich gebe alles gerade an andere Leute ab und lese natürlich immer im Team so, was die... was so passiert und worum ich mich vielleicht noch kümmern muss. So, mit wem ich heute noch reden möchte, mit dem guten Julian. Ich hoffe, der antwortet. Kamikaze, ich weiß nicht, ob der zuschaut. Der soll mal antworten. Ich will mit dem mal einen Videocall gehen. Ich will mit dem irgendwas machen. Der soll mit uns mal ein bisschen was starten. Bisschen promoten soll der uns. Und am besten klappt das, indem wir irgendwas Cooles zusammen machen, habe ich gedacht. Mal gucken, ob der Bock hat. Aber der ist ja immer abends im Stream. Der Mann ist ja dauerhaft am Start. Jetzt verwechsel ich den hier schon. Also morgen. Uhrzeit. Okay. So, ich verwechsel auch teilweise die Leute hier mittlerweile im WhatsApp, weil das einfach zu viel auf einmal wird. Notfalls macht Take eine echte Ein-Mann-Show. Ja, dann wird die, also notfalls kriege ich hier so ein Panel mit Knöpfen, wo ich die Kameras ändern kann und dann läuft die Show einfach 24/7 durch. Dann muss ich das selber machen, muss mir nur jemand erklären. Kocht Bobo heute was Feines. Hat ziehen. Der soll was kochen. Das Setup ist noch nicht ganz fertig. Es fehlen noch die Elektronikgeräte, die wir noch angeblich bekommen. Ich hoffe, das funktioniert. Bin sehr gespannt, ob das klappen wird. Okay, nice. Ich will noch ungefähr 20 davon haben. Der Raptor Artist soll morgen um 20 Uhr kommen. Wer ist das denn überhaupt? Wer ist das denn? Erwähnen. Ach komm, immer wenn ich erwähnen schreibe, kommt erahnen. Erwähnen. Gucken. Ja, also, der wird hier auch Freestyle ein bisschen rappen. Ich bin mal gespannt. Ich möchte einfach 1000 verschiedene Formate haben. Ja, also Bovo soll auf jeden Fall kochen. Wir müssen noch ein paar Sachen aufbauen. Wir haben oben zwei Platten. Wir müssen mit dem Strom aufpassen. Nicht, dass das dann durchknallt, weil eine Sicherung dann überlastet ist. Mal gucken. Dennis Stirn glänzt wunderschön. Ja, die ist... Es geht ab. So. Wird schwer morgen. Äh,
So, hast du links. So, ich höre gerade, Ellie heißt er. So. Nice. Soon your favorite rapper. Ich kenne ihn persönlich nicht, was aber tatsächlich gar nichts heißt. Ist ein Up-and-Coming-Rapper, sehe ich gerade hier. Hat aber immerhin auch schon so 20.000 Follower auf Instagram. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Der wird hier morgen hinkommen. Ich werde euch da noch ein bisschen mehr zu erzählen können, sobald es soweit ist. Sieht aber, ja, bin gespannt. Also, ich hoffe, wir werden hier tausende verschiedene Formate bald haben. So. Ach, das ist der James. James ist schon wieder am Start. Hast du nicht noch bis 5 Uhr morgens Call of Duty gespielt? Mit James und ich wollten auch ein Call of Duty-Format machen. Das steht auch noch an. Das steht auch noch an. Wisst ihr was? Ich rutsche jetzt mal rüber in ein anderes Setup. Schmiedi, bist du am Start? Nimmst du mich mit? So, kommt mal mit. Kommt mal mit. Also das ist ja unser Setup. Für die Leute, die heute zum ersten Mal einschalten, ist euch eigentlich klar, wie unser Setup aussieht, wie geil das ist. Das hier, was ihr seht, ist ja so, man sieht so ansatzweise was. Einige haben ja gestern schon eingeschaut, die sehen so, hey, Trainingsgeräte, ist das da ein fucking Jacuzzi? Lass uns das mal angucken, kommt mal mit. So, Schmiddy, wo ist der Schnitt hier? Wo ist der Schnitt? Guck, haben wir meine Arschritze schon wieder gesehen? Nicht das erste Mal. Was ist denn hier? Interessant. So, komm mal mit. Hier kommt die Küche übrigens hin. Wenn die Leute noch nicht wissen, wo die Küche hinkommt, guck mal, professionell Küchenplatten. Nein, das ist einfach unsere Bartische, wo die Leute sonst sitzen. Was hat der Kai gesagt? Schön in den Fluchtweg. Ja, aber da wir ja nur noch 4 Leute sind. Ja, Schmidi, tut mir leid. gut, dass wir uns hier alle verstehen. Ja. So, das ist unsere gemütliche Ecke. Hier würde ich den Pete gleich reinsetzen, der irgendwann früher oder später kommt. Und da machen wir, quatschen wir jetzt gleich ein bisschen. Wie ihr wisst, Take TV Esports is staying home. Ja, früher war es mal coming home. Trainingsgeräte. Gucken, was der Pete gleich sagt. Der braucht diese ganzen Gewichte normalerweise gar nicht. Der wird einfach hier auf dem Boden mit mir wahrscheinlich trainieren, mich irgendwie quälen. Vielleicht bringt er noch irgendwie so ein, wie heißt man diese Kettlebells oder wie die Dinger heißen mit. Ja, wir haben hier einen fucking Jacuzzi reingebaut. Also der Kai hat richtig geweint. Der hat richtig geweint. Der fand das nicht lustig. Der meinte auch die ganze Zeit, was soll der Scheiß? Ich sag mal so, für ein Flamingo lohnt sich das. Also, was soll ich sonst sagen? Ja, hier ist die Regie. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Da sitzt der Kai. The man, the legend. Ja, und Olli spielt wieder Fun Games. Ne? Also, alles andere wäre. Micha hat auch in der privaten WhatsApp-Gruppe die ganze Zeit. Was macht eigentlich der Olli denn die ganze Zeit? Immer wenn die Kamera da drüber geht, sehe ich da wieder irgendwelche Fun Maps spielt. Und Olli lacht immer nur. Ja, ich setze mich mal hin. Olli, machst du denn gleich die Tür auf, wenn es klingelt? Sehr gut. So, komm, lass uns mal hinsetzen. Quatschen mal ein bisschen. Was haltet ihr davon? Wir quatschen einfach hier so ein bisschen. Hier ist übrigens, das wurde mir geschenkt. Vielen Dank. Das kam vom Connigan. Ich weiß nicht, ob du gerade zuschaust. Mit Schugge. Lass uns aber ein bisschen chatten, bis der Pete kommt vom CrossFit. Lass uns aber ein bisschen quatschen. Erzählt mal, wie geht's euch? Ganz ehrlich. Wie läuft's bei euch? Ich nehme jetzt mal das Notebook und den Tee. Schön viel Zucker. Aber ich habe die letzten Tage so viel Pizza gegessen, wie schon sehr lange nicht. So viel Apfelsaft getrunken, wie schon lange nicht. Snickers, Beefy Rolls, alles, was richtig gesund ist. Und trotzdem habe ich abgenommen. Das habe ich so vorher noch nie geschafft. Also klar ist das Stresslevel natürlich eigentlich theoretisch ein bisschen höher. Deswegen erzähle ich ja mal ein bisschen was von mir. Aber krass, was das ausmachen kann. Ich habe jetzt nicht viel abgenommen, 2 Kilo oder so. Aber normalerweise, wenn ich so essen würde, würde ich 4 Kilo zunehmen. Jetzt habe ich 2 abgenommen. Das ist schon ziemlich bewundernswert. Also, naja, mal gucken. So, ich habe den Chat auf, Freunde. Ich check mal die Lage aus. Ich grüße übrigens alle Leute, die hier followen. Rap dort übrigens gerade $5.65 reingeschmissen in den Topf. Help Take TV Survive. Ja, ich will gar nicht lachen. Vielen Dank, denn jeder Support ist natürlich gern gesehen. Wir wollen am Ende eine geile Show machen, dass ihr das unterstützt, weil ihr es geil findet. Ganz ehrlich, wir haben auch ein gutes Gefühl, dass wir hier richtig was abreißen können. Ja, jeder, der hier den Channel followt, sehr, sehr gerne. Nesrec, alle, die da sind, hey, folgt dem Kanal. Ist wichtig. Jeder von euch. Otto Nero ist übrigens auch mit am Start. So, jetzt sehe ich mir den Chat mal durch. Was geht ab bei euch? Sekunde, ich mache hier mal den ganzen Kanal auf. Gib mir eine Sekunde.
Hier wird gleichzeitig noch irgendwie Handwerkerarbeiten gemacht von Florian. Überhaupt nicht auffällig übrigens, der Sound, wenn das dann mit dem Akkubohrer reingeht. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Er hat sich gedacht, er macht das auf jeden Fall direkt neben uns hier. Ich glaube, ich muss den gleich mal ärgern. So, so Jungs, ich gucke mir den Chat an. Also jetzt, sorry, ihr habt schon Fragen gestellt. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich muss mir das jetzt hier nochmal angucken. Wer ist jetzt ein Olli? Pauli, ich wollte schon sagen. Pauli2406, herzlich willkommen. Schön, dass du neuer Homie bist. Und Ballwar2 und Epic Whoop. Schön, dass ihr alle mit am Start. Was passiert? Warum jetzt auch immer hier Eskalation oder was? Dr. Magus sagt, haha, take kein Tag gealtert. Also wenn eins nicht stimmt, dann leider das. Denn Leute, die meinem Instagram-Account mal die Stories angeguckt haben, und immer wenn mein Bart nicht rasiert ist, es gibt so eine Länge, da fangen die grauen Haare an, sehr deutlich aufzufallen. Schmiedi, würdest du es bestätigen? Graue Haare? Danke. Gehaltserhöhung, inklusive. Er sagt einfach nur, boah, wie es knackt, ey. Mich haben Leute angeschrieben, die aus der Kindheit, Schulzeit, Privatleben vor 20 Jahren, und die so, oh, hast ja doch ganz schön viele graue Haare bekommen. Wenn ich natürlich mein Gesicht so ganz nah mit dem Handy so reinmache, sieht man immer hier schön die ganzen grauen Haare. Aber bei Männern soll das ja gut aussehen. Männer werden im Alter immer, die werden immer nur besser aussehen. Das hat nämlich Kai auch gesagt, Frauen nicht. Was ist das? Ja, wohl wahr. Sheep Shooter haut hier gerade übrigens einen Sub raus für 6 Abos. Gerade hat er insgesamt schon rausgehauen. Und Captain Raffo kriegt gerade seinen Homie-Status hier. So, ich versuche den Chat hier. Ich komme gar nicht hinterher, ne? Also, das liegt aber auch am Alter mittlerweile. Und mittlerweile müsste ich. Ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen wie Silvano. Hering528, übrigens auch neuer Homie, sehe ich hier gerade. Moin aus dem Homeoffice. Ja, wie geht's euch? Was steht an? Wie läuft's so bei euch? Ich versuche das jetzt hier mal. Warte mal, ich muss mal hier den Chat hier mal aktualisieren. Sekunde, ich versuche hier hinterher zu kommen. Ich bin echt ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation. Wo ist denn der Chat? Ja, jo, hier. Arbeitest du noch mit Böhringer zusammen? Ich bin aus Ingelheim. Also wir haben bis zum letzten Homestory Cup 20 mit denen zusammengearbeitet. Ich meine, der nächste HSC, mal gucken, wann er ist, wie es dann aussieht. Aber bisher war das immer eine sehr erfolgreiche, sehr gute Zusammenarbeit. Ich weiß aber auch, dass ich da ein bisschen was im Unternehmen tut. Aber was genau, weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht so genau. Aber ich weiß, dass ich was da tut, was nicht unbedingt negativ behaftet sein sollte, für uns zumindest. Mal gucken. Wenn es dann soweit ist, gibt es da auch Neuigkeiten. Ach, guck mal, hier werden noch die letzten Lichter angemacht. Nice. Das ist Take TV, beziehungsweise unser Take-Channel, wie es sein sollte. Alles live, einfach so. Nächsten 2 Wochen umziehen, denke, das wird nichts. Adelbert, du wolltest umziehen? Boah, hör mir auf. Ich muss ja umziehen, meine Wohnung ist gekündigt und netterweise haben einige Mitarbeiter kurzfristig geholfen, weil mein Umzug war für nächste Woche Samstag irgendwie mit allen Freunden geplant. Das hat es jetzt natürlich, also wird sich erledigt haben, müssen wir uns nichts vormachen. Ja, guten Morgen. Der Typ aus Kanada, du bist auch mit am Start. Das sind ja wieder Leute, wo ich denke, boah, die kennt man ja schon. Geil! Florian! Pete, komm rein. Kai, kannst du den verkabeln? Nice. Schmiedi, hau die Kamera drauf. Und du musst dann das Bild schneiden. Das ist jetzt so, wie wir funktionieren ab heute. Einfach alles live, raw, uncut. Und der Flo, wir haben so einen, ihr seht gleich das Bild, du musst ja Kamerabild dann noch ändern. Hau einfach live raus. Das muss jetzt richtig raw sein, Schmiedi. Nur die Kamera nicht fallen lassen, oh mein, wenn ihr das sehen könntet. Der Schmiedi, der die Kamera macht, muss gleichzeitig auch Bildmischer machen. Geil. Oh, das gefällt mir. Das finde ich richtig geil. Das gefällt mir. War ich denn im Umzug? Ja, 1.4. Eigentlich nächste Woche Samstag. Weiser Voraussicht. Haben wir schon gestern oder vorgestern angefangen, die ersten Sachen rauszuräumen. Möbel. Die ganzen Einzelsachen, die Klamotten und diesen ganzen Krimskrams haben wir eh schon komplett rausgeholt. Wir wohnen ja jetzt sozusagen, meine Freundin und ich wohnen ja hier oben drüber. War nicht der Dauerplan. Hello. Komm her. Setz dich rauf. Ja, die Corona-Ellbogen-Geschichte hier. Ne? Was können wir dir zu trinken anbieten? Ich habe hier einen Tee, aber ein Käffchen. Kriegen wir das hin? Kriegen wir hin, ne? Jawohl. Also wir haben auch, wenn du willst, wir haben auch einen Red Bull, wenn du was mit Taurin oder was. Hier, es gibt auch Flo, ein Red Bull geht auch ein normales. Wir haben auch alle Geschmäcker der Erde. Flo, bring mal 2 mit. Irgendwas mit Geschmack.
Ja, hier so Organic-Sachen haben die ganz viele. Das sind so deren Taste-Sachen. Einige schmecken wirklich gut. Also ich bin ja, also Red Bull ist ja einer unserer Partner, deswegen darf ich wahrscheinlich nichts Schlechtes sagen, aber die Cola von denen ist echt scheiße. Genau, und der Kai sagt, er findet die mega. Da gibt es auch nur zwei Geschmäcker. Und da bin ich auch ganz ehrlich. Entweder findest du es richtig geil oder du findest es richtig scheiße. Und wenn du das mit anderen Mischgetränken mischst, funktioniert nicht wirklich gut. Zumindest bei mir nicht. Achso, du bist noch nicht live. Deswegen nicht wundern. Der Peter hat gerade gesagt, ja, ich rede einfach nur mit mir selbst. Das Mikro sollte aus sein. Das war ein Test sozusagen, ob ihr das mitbekommt hier im Chat. Ja, ich habe den Chat hier gerade noch. Ich habe über Noko geredet, weißt du? Wir vertreiben ja Noko. Da gibt es ja auch 10.000 Geschmäcker. Deswegen. Boah, ja, auf jeden Fall. Weil ich also du hast ja gesagt, ach krass, da gibt es verschiedene Geschmäcker. Also ja. Ja, ja, genau, deswegen wusste ich gar nicht. Mega viele. Cool, ja. Und davon sind einige Organic-Sachen mit dabei, die echt cool sind. Aber ja, ich hatte gesagt, die Cola, da gibt es halt nur entweder oder. Entweder du liebst es und sagst, Coca-Cola ist wirklich scheiße und du musst das trinken. Oder du musst das andere. Also es gibt nur diese, es gibt nichts so, ja, ist ganz okay. Mann, ja, muss aber, ey. Da, ach, guck mal, hier mit Tablett sogar. Ist ja, such dir eins aus. Alter, such dir die anderen, die haben verschiedenste Kokosnuss. War Spekulatius Kirsch, das hört sich dabei abartig anders nehmen. ja, mega cool, ey, dass du spontan vorbeigekommen bist. Ja, voll cool, ey. Danke für die Einladung. Ja, das ist ja alles super. Ja, ey, also ganz ehrlich, von super scheiße bis super gut. Alles dabei, ja. Weil wir natürlich... Ja, ich hoffe, gib dein ehrliches Feedback. Gib dein ehrliches Feedback gleich. Ist uns wichtig. Authentisches Feedback in einer authentischen Show. Schmeckt mehr nach Kirsche als Spekulatio. Jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt bin ich enttäuscht. Ja, also tatsächlich ist ja so, wir mussten ja den Betrieb hier einstellen. Ja, wir auch. Ja. Genau, können wir gleich mal drüber sprechen. Ne? Ja, das ist richtig krass. Und ja, wir sind ja eigentlich mittlerweile eine Eventfirma. Also wir haben ja zwar diese Location hier, aber wir sind halt auf super vielen Events unterwegs, bringen da unsere ganzen Mitarbeiter hin, bauen da Produktionen auf, machen die Regie, machen Live-Events, machen die Bühnenbespielung und das ist so unser Hauptbusiness mittlerweile. Ne? Und das hält natürlich ja komplett aus. Das ist ja 0%, die Bar ist natürlich auch geschlossen, 0%. Also wir haben halt fast alle nicht nur ins Homeoffice, sondern auch wirklich in Kurzarbeit schicken müssen, weil einfach nichts mehr anfällt. Ja. Und dann haben wir gesagt, aus der Not gedrungen, bauen wir hier einfach alles hin, Jacuzzi. Voll geil. Hier kommt gestern gesehen. Hier kommt eine Küche hin, so eine, so eine Nerd-Küche mit zwei Induktionsplatten und eine Mikrowelle und allem, was dazugehört. Also Pizza und. Wir wollen auch richtig kochen. Ja, okay, krass. Pfanne mit dazu. Wir haben einen Partner, Ankerkraut. Kennst du die? Nee, kenn ich gar nicht. Die machen so krasse Gewürze, wirklich so, das ist so die Elite-Gewürze-Zeug. Okay. Ich kenne die Jungs noch nicht. Die haben jetzt gesagt, hey, wir schicken euch einfach mal alles rum. Ja, cool. Macht doch mal ein bisschen Fleisch, kocht doch mal ein bisschen Gemüse und so weiter und so fort. Und wir werden das einfach mal ausprobieren. Und da bauen wir jetzt sozusagen unsere provisorische Küche hin. Ja. Mal schauen, was wird. Und deswegen, wir wollen einfach verschiedenste, coole Formate machen. Aber wir reden super viel. Stell dich erstmal kurz vor. Achso, wir beide kennen es ja schon. Ja, schon was länger, ne? Du hast mich schon mal gequält. Erst ein oder zwei Jahre, ne? Ach, locker zwei Jahre schon. Zwei Jahre schon? Ja, so lange? Die Zeit rennt. Die Zeit rennt. Ja, also, du bist hier im sportlichen Outfit, deswegen, ich würde sagen, du machst irgendwas mit Sport. Ja, doch. Erzähl mal. Seit jetzt, 7 Jahren sind wir jetzt, 2013 haben wir aufgemacht. CrossFit Krefeld, hier in Krefeld, Gardingsfahrt, bei Fitback One hinten durchfahren. Ja. Sind auch schon ein paar gelandet von uns, die uns wollten. Kamen die doch zu, kommen nachher noch, trage ich zu uns. Ich mache das mit dem Tim, einem Geschäftspartner. Da haben wir damals aufgemacht und lange Geschichte, 7 Jahre, da erlebt man super viel, immer weiter gewachsen. Und dann kamst du ja dazu, da hat man ja auch mit den Hardgainern, war das, glaube ich, Battle, ne? Das war krass. Das war geil, oder? Das kam echt gut an, das kam auch bei denen, das kam hier bei YouTube. Wir haben einen relativ großen YouTube-Channel, haben sie online gestellt. Das hatte richtig gute Zahlen, weil wir es mit den Overwatch-Spielern von uns zusammen gemacht haben, die dort mal bei euch trainieren sollten. Genau. Das war wirklich traurig, wie schlecht die Overwatch-Spieler waren. Das war wirklich... Echt gestorben damals. Boah, das und das ist vielleicht ein guter Aufhänger, wieso wir jetzt hier zusammen sitzen. Ja, voll gut. Ich kenne ja noch so einen, der nicht so fit ist. Ach, echt? Nein. Und ich glaube, das bist nicht du. Aber du hast das du hast auch Freeletics gemacht damals, ne? Hast du doch gesagt. Ganz früher, meinst du? Ganz früher, ja. Also ich würde mal sagen, ich war schon mal sportlich. Ja. Also, vielleicht nicht so wie du, aber ich war schon mal relativ sportlich. Ich bin ja schon mal einen Marathon gelaufen, oder zweimal sogar. Und bin so ein Typ, wenn ich was anfange, das wissen auch die Leute, die zuschauen, die mich länger kennen. So, ich bin da so einer, ich mache so ganz oder gar nicht Sachen. Und deswegen kam ich damals noch in die Situation, ich bin umgezogen nach Düsseldorf. Genau. Und dann wurde es so von den Timings auch mit Freundinnen recht schwierig. So, die Zeiten waren immer dann nach der Arbeit. Genau. Ich hätte dann noch irgendwie eine Stunde mehr länger auf der Arbeit sein müssen, dann wäre ich zu euch gekommen und dann wäre ich jetzt nach Hause. Und dann habe ich gemerkt, es wird langsam kompliziert. Genau. Und dann musste ich entscheiden, das eine oder das andere. Und das war halt für mich, aber war schon schwierig. Aber die Zeit, wo ich da war, muss ich ja ganz ehrlich sagen, hat mir mega viel Bock gemacht. Ja. Ich habe das ja vorhin schon mal erwähnt, geile Community. CrossFit ist ja generell so ein Hard-Pain, Hard-Gain-Ding. aber das zieht
schweißt ja Leute auch zusammen. Ja, klar. Ja, die Hard Pain, Hard Gain. Also anstrengend muss es denn sein, sonst bringt es nicht. Also Das Crossfit-Prinzip ist halt so, je intensiver, desto besser und desto mehr Effekt hat man aber auch. Ne? Wenn du halt nur rumdümpelst, in einem Fitnessstudio also machst du einen Bizeps-Curl und gehst dann wieder nach Hause. Ja, ich habe das ja ein paar Monate nur gemacht. Aber in den Monaten habe ich einen krassen Boost. Also, das ist geil, ne? Das war, ich habe innerhalb von kürzester Zeit gemerkt, war ich da noch, also ich bin ja jetzt noch fetter geworden, aber fitter. So, okay. Fitter leider nicht. Also ich bin jetzt nicht fett, aber ich habe nochmal seitdem damals bei euch wog ich so 80 Kilo. Ja. Ich bin ja sehr, sehr klein, ich bin so knapp 1,70, 1,71. Wenn ich jetzt nicht vergeben bin, würde ich mal sagen 1,72. Ja. Ja, dann bin ich knapp über die 70, 1,70 komme. aber tatsächlich glaube ich, mein Ausweis sagt 1,70. Meine Freundin sagt, sie ist 1,74, dann haben wir uns gemessen, ich bin minimal größer. Und dann habe ich festgestellt, sie ist 1,72. Deswegen irgendwo da lande ich. Okay. Man nennt mich Scheinriese generell. Echt? Auch. Ja, ja. Okay. Und naja, auf jeden Fall, wo ich bei euch so ungefähr 80. Gimli, ne? Schnell auf kurze Distanzen. Ja. Hey, das war ich immer. Ja, beim Fußball, ne? Rums. Ja. So, fertig. Und habe gemerkt, wie schnell ich bei euch, ich wog mich am Anfang auch so, 85, 86, habe bei euch aber 5 Kilo abgenommen, aber krass, so viel Muskel zugenommen. Ja. Und das alles ist weg. Ich habe noch mehr Gewicht, noch weniger Muskeln. Ja. Aber das war halt super geil, denn auch die Übungen, die wir gemacht haben in der CrossFit-Halle, da habe ich am Anfang gedacht, das werde ich niemals können. Ja. Und das waren auch erstmal die simplen Sachen, auch diesen dicken Medizinball da hochwerfen. Ja, in die Hocke, sauber in die Hocke gehen. Ne? Da bin ich ja gestorben. Aber so nach einem Monat oder zwei habe ich gemerkt, ey, es gab so diesen Tag X, auf einmal ging das. Ja. Und auf einmal habe ich gemerkt, ey, ich komme rein, das funktioniert. Genau, und, genau. Das waren auch gute, das waren auch so gute Erfolgserlebnisse, die ich hatte. Die haben einen richtig motiviert. Ja. Und wir hatten einmal dieses krasse Training, da waren diese Sergeant-Geschichte. Was war das hier nochmal? Der so Murph. Murph war das? Murph, ja, das ist so weltweit eigentlich das größte Event eigentlich. Boah. Also bei CrossFit, da ehrt man ja quasi die gefallenen Soldaten, ja, der Amerikaner. Das ist ja ein amerikanischer Sport von 1992, glaube ich, entstanden. Genau, und da gibt es halt Hero-Workouts, ja, die heißen so. Das sind halt extrem krasse Workouts. Ja. Kann man so mit Aphrodite oder so vergleichen, ähnlich. Ja. Das ist ja 1,6 Kilometer laufen, 100 Klimmzüge, 200 Liegestütze, 300 Kniebeugen, dann nochmal 1,6 Kilometer laufen. Und da das ja alles Soldaten sind, mit der 9 Kilo Weste natürlich alles. Und da laufen dann nachher alle so rum, weil die Arme nicht mehr strecken können von den Klimmzügen. Auch ich dann immer wieder. Alles krass. Das ist halt echt heftig. Aber es macht halt Bock, ne? Weil man halt so zusammen trainiert, man quält sich da so ein bisschen durch und wenn du es nicht schaffst, Klimmzüge kann ja, also fast keiner kann Klimmzüge, sag ich jetzt einfach mal so, ne? Von den normalen Sterblichen, sag ich jetzt mal. Hier, das ist da und dann gibt es da Skalierungen für alles, ne? Ja, die einfachen Sachen, dich halt einfach anstrengen. Die sind was für mich, die einfachen. Hast du eine Klimmzugstange da? Da ist ja, geil. Ist das da ist Klimmzug oder was, da oben das? Ja, da also kann man Kollaps, so oder so. Oder so, ja. Genau, das ist Latt, ne? Lattzug, der Breite. Kommt drauf an, wenn du sitzt und bleibst. Ja, kannst du sagen. Okay, ja, also, aber ja, also wir haben ja hier das Gym aufgebaut. Chin-Ups und Pull-Ups, wenn es so auf amerikanisch ist. Ja, genau. Und wir haben jetzt hier natürlich ein paar Geräte hier aufgebaut. Ja, und jetzt haben wir erst überlegt, wir trainieren ganz normal. Und dann habe ich vorhin mit den Verantwortlichen von Twitch, das ist die Livestreaming-Plattform, gesprochen. Die haben gesagt, hey, wir würden dich super gerne unterstützen. Wir machen Werbung sozusagen auf der Hauptseite von Twitch Deutschland für dich. Ja, cool. Und wir haben Bock auf coole Formate. Sei so, er sagte so, sei so extraordinary, hat er gesagt. Und ich so, okay, ich glaube, ich habe das richtige Setup gebaut. Also, CrossFit ist ja extrem painful dann, ne? Also. Und dann habe ich gesagt, ich habe gerade mit dem Pete gesprochen. Ist ein Kollege, der hat hier eine CrossFit-Box. Die haben natürlich auch zu, vielleicht holen wir den zu uns. Und wir unterrichten euch, also mich, und die Leute können das im Prinzip mal sehen, wie ich mich quäle und die eine oder andere Übung vielleicht einfach nachmachen und auch einfach zu Hause trainieren, weil viele von uns müssen ja zwangsweise zu Hause sein. Genau. Und das macht ihr aber auch schon, oder? Genau, genau. Wir sind da live gegangen mit Live-Workouts. Also das läuft eigentlich genauso ab wie in einem Kurs. Deswegen kann man uns halt auch dann direkt kennenlernen. Stellen das Workout vor, dann gibt es kurz Technikerklärungen. Natürlich jetzt, wenn es auf YouTube live streamst, können wir jetzt die Leute nicht sehen. Ja. Das ist so ein bisschen was, wo wir dran rumfallen noch, vielleicht dann eine Lösung finden, dass wir halt auch zu den Leuten kommen. Das heißt, Webcams oder sowas, dass man so ein, wie so WebEx oder sowas macht, also ein Meetingraum oder so. Aber das gucken wir mal für die Zukunft vielleicht. Ja. Wir wollen erstmal schauen, dass wir das einfach nur ein bisschen. Ja, das Gute ist, ich bin sozusagen der, den ihr immer sozusagen richten könnt, dass er es richtig macht. Und die Leute sehen sofort, welche Fehler man macht und warum man die nicht machen sollte. Du kannst das direkt erklären. Oh, Dennis, dein Rücken ist schon wieder schief. Ja, genau. Genau. Wir haben sogar hier eine Olympiastange. Cool. Aber wir haben keine Gewichte dafür. Ich seh nur keine. Ja, die ist. Also. Warte, wo ist die? Ja, die wir haben, wo ist die denn? Ach, da hinten ist die drauf. Auf dem Gewichte-Rack da hinten, da wo die Spangen sind. Siehst du die?
Ah, da, Uhr stand, okay, okay. Da, ja. Wir haben dann festgestellt, ich habe die mal gekauft, weil ich irgendwann natürlich sehr ambitioniert war und dachte, komm, irgendwann werde ich doch so angefixt von uns. Genau, und dann habe ich gesagt, komm, ich brauche irgendwie irgendwas Offizielles, Krasses, wo ich so mal richtig messen kann. Heißt, den gekauft, das lag jetzt 2 Jahre bei mir im Keller, das verpackt. Das passiert halt meistens. Verpackt, ne? Und dann habe ich gesagt, so jetzt, it's time to shine. Ja. Wir holen das hier hin. Haben das ausgepackt, der Kai und ich. Okay. Und dann haben wir festgestellt, die Gewichte, die ich habe, die passen ja gar nicht auf diese, diese große Stange da drauf. Ja, ja, jetzt brauchen wir noch. Soll ich welche mitbringen morgen, oder? Ey, gerne. Ja. Da, eure Gewichte passen da offensichtlich drauf. Ja. Und der Kai, hat mal hier so Dreikampf gemacht. Echt? Oh, geil. Was war das hier? Was war? Powerlifting. Das ist so nice. Das heißt, der ist schon ein bisschen weiter als ich. Also so kilometerweit weiter. Ha? Vielleicht können wir mal gucken. Jetzt auf einmal ist er so ein bisschen vor. Vorher hat er noch große Klappe gehabt. Ich habe hier 380 Kilo irgendwas gemacht. Pfund, oder? Ja. Und jetzt auf einmal hat er gerade so gemacht. Ja, mal gucken. Nee. Also, ja. Ja, viele, die halt mit CrossFit anfangen wollen und denken, die werden fit, die kriegen halt erstmal auf die Fresse. Also ich habe jetzt zum Beispiel nicht gedacht, dass ich fit bin, aber ich wurde trotzdem verprügelt sozusagen. Boah. Deswegen ist der Start eigentlich immer sehr schwer, muss ich sagen. Ja. Aber wir helfen dann unseren Membern, wenn die neu reinkommen, immer und versuchen halt alles zu erreichen, dann für die, dass die halt auch fit werden und reinkommen. Ja. Weil das Reinkommen ist schwer, das Hinkommen ist noch schwerer. Ja. Ich hatte mal einen, der hat angeschrieben oder so lange, ein halbes Jahr überlegt, zu uns zu kommen und kam dann endlich und meinte dann, warum hast du nicht früher gemacht? Ja. So wie auch ein anderer, der ist schon recht fit, ist auch jetzt Coach bei uns, der hat vorher Muscle-Ups geübt, ist auch bei uns auf der Page. Der dachte, der muss Muscle-Ups können, das ist eigentlich so das Turnerische, Krasseste, was du machen kannst im CrossFit. Man hat das dann geübt, bis er es geschafft hat, kam er zu uns und merkte dann, ach, ich brauche gar nicht. Das ist halt so, ne? Man weiß halt nicht, das ist unbekannt, man braucht eine neue Umgebung, neues Umfeld, man weiß nicht, was gemacht wird. Also von daher, mega gut. Einfach vorbeikommen. Ne? Also, deswegen bin ich auch hier. Hier ist ja nichts geplant. Ne? Wir haben ja gar nichts geplant, wir sind ja spontan. Ey, ganz ehrlich. Also wenn du gleich kotzen musst, dann müssen wir es. Ich habe hier irgendwo eine Sporthose, ich habe ein T-Shirt drunter. Ich kann starten. Also, wenn du sagst, wir ziehen das durch, ich weiß nicht, ich bin dabei. Also, ich weiß, worauf ich mich einlasse, leider Gottes. Du kennst es schon. Und ich bin noch unfitter als damals, weil als ich zu euch gekommen bin, war ich nicht fit, aber ich bin ab und zu mal joggen gegangen, habe ein paar Liegestütze gemacht. Ich wusste noch, das Einzige, was ich bei euch konnte, war Liegestütze. Ja. Und die Leute, die mich kennen, ich mache immer mal Liegestütze. Habe ich jetzt aber auch schon länger wieder nicht gemacht, leider Gottes. Deswegen wird das jetzt hier eine Qual. lass uns das einfach mal... Lass uns das einfach mal ausprobieren. Wie wollen wir, aber mal so zum Ablauf. Okay, wir trainieren jetzt so eine halbe Stunde oder was, dann bin ich tot. Ja. Wahrscheinlich, also wirklich tot. Ja. Wir haben ja hier wahrscheinlich nicht alle Geräte, die du oder... Das oder ist egal. Okay, ja. Scheiße. Das wäre super kreativ. Also, es gibt ja für alles Skalierungen sozusagen, also Übungen, die du alternativ machen kannst. Also von daher. Du hast ja auch diese Kettlebells, heißt die? Ja, Kettlebells. Sowas haben wir natürlich nicht hier, ist egal, leider. Du kannst auch Kurzhantel nehmen. Okay. Das ist scheiße. Kommst nicht raus. Oh Mann, ey. Ja, nee, das machen wir auf jeden Fall jetzt. Meine Frage, wie oft sollte ich trainieren? Ich bin jetzt jeden Tag, ich wohne jetzt ja hier sozusagen. Ich wohne ja oben drüber jetzt. Ja. Ich wohne jetzt sozusagen hier. Wie oft sollte ich trainieren? Wie oft hast du Zeit? Wie oft kannst du vorbeikommen? Wie oft hast du Lust vorbeizukommen? Also, da wir geschlossen sind, sagst du, du hast ein bisschen Zeit. Habe ich ein bisschen Zeit. Abends machen wir halt unser Live-Workout. 19 Uhr, dann müssen wir halt vorbereiten. Um 18 Uhr treffen wir uns meistens immer. Also vorher der Tag. Sollen wir so eine Mittagssession direkt machen? Machen wir. Also, ich meine, wir starten jeden Tag um 12. Ja. Das könnte ja unsere erste Session sein. Wir quatschen ein bisschen, kommen den Tag rein. Also normalerweise wollen wir jetzt immer so eine Tag. Irgendwann ist die Küche fertig, dann machen wir unseren Tee, quatschen ein bisschen, kommen ein bisschen rein, eine halbe Stunde. Jo. Und dann so ab 12:30 oder um 13:00 könnten wir dann 30 Minuten mich quälen. Und wenn... Und der Tag ist dann im Arsch, sagt der Olli. Ja. Das hat was am Ende machen. Nein, Spaß. Benji sagt, sei ehrlich, eher 13 Uhr. Ja, du hast recht. So 13 Uhr, ja, wir gehen auch nie pünktlich live, also nie. Heute haben wir aber konsequent gesagt, dass wir extra später live gehen. Wir hätten um 12 live gehen können, waren um 12:15 live. Ich fände das natürlich geil, wenn wir so einen Rhythmus reinbringen, so eine Regelmäßigkeit. Sagen so 13 Uhr, bam, geht los. Genau, 13 Uhr. Und was meinst du, dreimal am Tag? Dreimal die Woche oder so? Was ist, was weiß nicht, wie ist deine Zeit? Ich bin erstmal für alles zu haben. Ich glaube, 7-mal die Woche schaffe ich nicht. Da wäre es wahrscheinlich schwer. Für einen Start auch sehr unbekannt. Dreimal die Woche oder so? Oder was also ist da? Was würdest du empfehlen? Es gibt verschiedene Ansätze. Dreimal trainieren, einmal resten. Es gibt 5-mal trainieren, 2-mal resten. Mhm. Eigentlich müssen wir halt schauen, wie geht's dir? Wenn du jetzt sagst, boah, ich kann mich gar nicht bewegen nach dem zweiten Tag, dann macht das vielleicht keinen Sinn, am nächsten Tag nochmal was einzuschieben. Piet, jetzt muss ich dir eine Geschichte erzählen. Das mit dem Bewegen. Ich war gestern oder vorgestern auf dieser Hantelbank.
Und Bewegungsabläufe bei mir sind sowieso grundsätzlich durch meine Natur schon eingeschränkt. Ich lag da, hatte da irgendwie hier so ein bisschen... Hab ich gesehen, drei Raps hast du genau. Gesehen, also, ne? Ja. Und dann wollte ich hoch und hab gemerkt, ich bin echt... Also, früher wär's einfach so hoch, war's oben. Gestern war so, dann so, okay, warte mal. Oh Mann, ey, das war richtig anstrengend. Ich kam nicht so leicht hoch. Also, du wirst jetzt schon mit einem körperlich eingeschränkten Menschen arbeiten müssen. Aber das Gute ist, kein Problem. Ja. Das zeigt ja, wo die Reise hingeht. Genau, genau. Ja, weiß nicht, sollen wir mal so in den Raum werfen? Alles locker, alles flockig, aber so dreimal die Woche? Können wir machen, ja. Und dann würde ich das, und dann machen wir Tage, weiß ich nicht, Montag, Mittwoch, Freitag oder ja. Dienstag, ja. Donnerstag, Samstag, weiß nicht. Montag, Mittwoch, Freitag ist gut, dann ja? Hat man einen Tag Rest. Dann am zweiten Tag kommt dann der Muskelkater mal richtig gut zum nächsten Boah. Workout. Ja, genau, der kommt ja immer erst einen Tag später und dann denkst du, ach ja, warte mal, ist schon wieder Sportzeit, ne? Oh, no. Kennst du noch von früher, ne? Boah, das war echt. Ich hab gar nichts, ich fühle mich super. Ja, ja, und dann so. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Boah, da waren echt Tage dabei, die taten richtig weh. Brauchen wir oder macht es Sinn, dass du vielleicht noch ein oder anderes Gerät mitbringst? So ein irgendwas, wo du sagst, also die Gewichte vielleicht für die Stange, brauchen wir die überhaupt? Also ich meine, guck dich um, wir haben limitierte Möglichkeiten. Also Gewicht ist am Anfang, glaube ich, erstmal irrelevant. Danke. Weil Technik Danke. Geht vor. Ja, das habe ich damals schon unbedingt, ja. Bei uns das finde ich übrigens, das muss ich auch mal krass loben. Also ihr wart ja, also ich meine, ich habe euch ja versucht immer, ich habe alles aufzusaugen, was geht. Ja. Und was immer oben, ganz oben war immer Technik, mach mal lieber weniger Gewicht. Ich habe auch sehr schnell gemerkt, ja. Selbst wenn ich wollte, manchmal war die Stange halt schon viel, so genau. viel, dass ich gedacht habe, ja kann ich eine kleinere Stange haben, so ungefähr. Von daher, das fand ich immer richtig geil, weil du warst ja immer trotzdem total fertig danach. Ja, spielte gar keine Rolle, ob du 5-Kilo-Scheiben drauf hattest klar. oder nicht. Dann kannst du halt schneller machen. Ne? Ja. Das Problem ist nur, ich muss mal gucken, was wir noch da haben. Wir haben nämlich all unser Equipment rausgehauen an all unsere Member. Mhm. Deswegen frage ich die Jungs so krass. Ne? Das ist halt so, genau das ist der Spirit, den wir auch in diesem Stream so, alle zusammenhalten, lasst uns irgendwie supporten, wo es geht. Genau. Und ihr lebt das einfach. Ihr lebt das einfach vor, das finde ich halt ultra geil. Ja, da haben sich jetzt 90 Leute quasi alles ausgeliehen. Also wir haben nichts mehr da. Deswegen muss ich mal schauen, was ich bringen kann. Ich glaube, einen Skier kann man noch. Kennst du das? Ja. Skiergometer? Ja. War das nicht dieses Ding? Ja, genau, genau. Boah, ja. Willst du doch nicht haben, ne? Doch, doch. Das war geil. Ich weiß nur nicht, wie das transportieren soll. Das ist ein riesiges Teil, ne? Das ist riesig groß. Wir haben halt nur 9 Sitzer. Aber ich kann noch mal schauen. Also, ich weiß nicht, wenn der da reinpasst. Ladefläche haben wir. Mal schauen. Kriegen wir irgendwie. Ja, und sonst, was wir haben. Und sonst Körpergewicht. Und sonst, ja, genau. Weiß ich brauchen nicht. Wir ja nicht. Also, wenn jetzt sagen, du willst jetzt irgendwie, keine Ahnung, wer zuschaut oder so, der kann mitmachen. Weiß ich ja nicht. Unbedingt. Platz ist, ne? Genau. Dann wäre sowas natürlich. Ich glaube, viele blöd. Sachen, viele, also ich glaube, großer Anteil für Sachen, wo man so mit Körpergewicht oder der eine oder andere hat vielleicht mal eine Hantel zu Hause, sag ich mal. Ne? Sowas kann man schon mal schnell zu Hause haben. Also wir sind ja jetzt kreativ geworden, weil es konnten sich jetzt 90 Leute was ausleihen, wir konnten nicht für alle was bieten, weil wir haben nicht so viel Zeug. Ja. Dann nimmst du halt ein Sixpack Wasser. Oder jeder hat ja Toilettenpapier auch heutzutage. Ihr seid das also! Ihr seid das also! Also das wir haben schon mal gefragt, wer das ist. In der Tat, ich habe auch nur noch ein Paket. Ich wundere mich, was machen die Leute damit? Also, das muss ja irgendwo gestapelt werden. Macht ja auch keinen Sinn. Also, der Verbrauch wird ja auch nicht höher. Aber, aber jeder hat ja irgendwas zu Hause, was halt was wiegt, sage ich jetzt mal. Ne? Ansonsten muss man da kreativ bleiben. Keine Ahnung, packst einen Rucksack, packst alles rein, was du hast, dann hast du ein schweres Gewicht. Und wenn es zu leicht ist, machst du schneller. Ja. Also. Hört sich gut an. Ja, da mache ich mir bei mir keine Sorgen, also ganz echt zu sein. Oder du machst erstmal langsam. Ne? Ja, das hört sich gut an. Ja, von mir aus, wir können starten. Ja. Ich ziehe mich jetzt hier live um, würde ich sagen. Machen wir, ne? So. Dann würde ich sagen, Burpees lassen wir weg wegen dem Headset, ne, oder? Wir können alles probieren. Also wir können das Headset auch theoretisch. Das Ding ist, ich kann das Headset auch abziehen notfalls. Handkeule nehmen, wir haben auch eine Handkeule, also ein Handmikrofon. Dich hört man ja sowieso die ganze Zeit. Du redest ja eh schon wahrscheinlich und sagst mir, was zu tun ist. Und wenn ich Einsatz zeigen soll, das Mikrofon kann ich auch neben meinen Mund legen, wenn ich da irgendwas mache, was. Ja, und du bleibst, du Olli, ganz ehrlich, Olli, den Mann, ne, der hat ein Potenzial, der hat so eine Masse, der könnte ein Riesentier werden. Ne? Ich habe den schon mehrmals versucht, zum Fitness zu überzeugen. Der war einmal angemeldet mit mir. Wir sind einmal? 4 bis 5 Mal sind wir gegangen, dafür hat er sich so eine Mitgliedschaft geholt und dann ist er nie wieder gegangen. Und ich habe den extra abgeholt, ich habe den nach Hause gefahren, ich habe so einen 360-Grad-Service angeboten, hat aber nicht ausgereicht. Aber das ist ja das Problem bei Fitnessstudios. Man geht da hin, dann ist man sich nicht mehr hin. Und dann hat man auch noch nicht wirklich einen Plan, man weiß auch nicht, was man tun soll. Ja. Das ist tatsächlich genau das Gegensatz, was wir und ich würde jetzt schon mal sagen, dass ich schon öfter mal im Fitnessstudio war, in der Vergangenheit auch, das heißt, der eine oder andere hat mir schon mal eine Übung gezeigt, aber ich bin dann auch mal wieder alleine gegangen und habe gemerkt, ja klar, du hast so deine Übungen, wo du weißt, die kannst du halbwegs sauber machen und dann bist du aber auch schon wieder aufgeschmissen, außer du holst dir wieder einen Trainer dazu und da bin ich dann auch wieder zu lazy und so und dann ist halt so, also
Läden, wo du jemanden hast, der einfach weiß, so, du kommst hier hin und dann wirst du betreut. Genau, und, genau. Und dann, bin ich. Genau, und wenn du musst dich um nichts kümmern, du kommst. Das, genau. Ist das Einzige, was du machen musst, ist kommen. Ja. Aber das ist ja auch schon manchmal schwer. Ja, ja, ich muss weiß. Ich ja leider auch sagen. So, ne? Aber wenn du dann, und wenn du dann irgendwann gut bist, kann man bei euch ja zum Beispiel sogar noch trainieren. Also ist ja nicht so, dass man nur diese Kurse machen kann, sondern ich sehe ja bei euch in der Ecke, in dem Cage oder in der Box sozusagen, die Leute, die dann dann einfach durchziehen und einfach dann auch nochmal so für sich trainieren. Ja. Das ist schon, ja, das sind krass. So die bisschen die Competition-Athleten, die halt Wettkämpfe gehen und so. Ja, ja, schon geil. Was. Aber ja, okay, ja, ich ziehe mich jetzt um. Unbegrenzte Möglichkeiten, würde ich sagen. Also ganz, ganz kurz, Toilette übrigens neben der Bar. Na cool, muss ich das Mikro dann anlassen, ne? Oder unbedingt, ja, das haben wir jetzt mit jedem gemacht, hat bisher super funktioniert. Ist ja live und uncut, ne? Ja, ey, so muss das sein. So, wo habe ich denn? Irgendwo habe ich, glaube ich, hoffentlich meine Sporthose. Lass mal schauen, was du da hast. Was hast du da Schönes? Wo kann die denn sein? Oh Mist, ich hoffe, ich... Überleg mir was Schönes für dich, okay? Oh nee, bitte nicht. So. Was magst du denn am liebsten? Benchpress oder Bankdrücken? Ey, ja, hier, also hier so die Übung, die möchte gern Fitnesspumper machen, das ist genau meins. Ja. Also, weil die halt verhältnismäßig einfach... Also Benchpress würde ich sagen, das... Da, also da kann ich ein bisschen was, okay, also aber machen nicht wir viel. Das nicht, oder? Ja, danke. Ja, was? Genau, du hast verstanden. Aber ich kann halt wirklich nicht viel. Also ich glaube, mach mit mir mal, wo du denkst, du fühlst dich wohl. Und das sind alles Übungen, gut, die für mich Sinn machen. Wo habe ich denn meine Hose hingetan? Ich gehe dann schon mal in Jacuzzi, da fühle ich mich ja, wohl. Ja, ja, mach das. Ich bin hier, aber ich würde dir nicht empfehlen, denn reinzugehen. Nachdem die Show gestern vorbei war, bin ich ja noch mal schön nackt in den Jacuzzi, okay, reingegangen. Also nicht, ja. Weiß nicht, ob man das jetzt noch möchte. Ich überall hängen mit dem Teil. Sag mal, ich hatte doch gestern hier meine Schwimmhose. Und da ich mich ausgezogen habe, bin ich davon ausgegangen, dass ich hier irgendwo hingelegt habe. Tja, ja, Olli, meinst du, wir haben im Keller noch eine von diesen alten Jogginghosen, kurzen oder lang? Kann mir einer eine holen? Dann zieh. L? M würde ich mal früher gesagt haben, heute nicht mehr. Ansonsten können wir auch die Community entscheiden lassen, ne? Wer zuguckt, was soll man machen? Also, ja, der Chat kann natürlich auch Tipps geben, aber dann wird es für mich zwei vor. Wahrscheinlich. Dann wird's, ne, wirklich, darum geht es, oder? Nein, Spaß. Dann wird es eine Katastrophe. Ja, cool. So. Was ist das denn für eine? Ach, von SQ Mais. Was für Mais. Boah, die Oli-Stange ist aber richtig noch blank, ne? Also hallo, die hast du aber die ist benutzt, ne? Die ist wirklich noch nie benutzt worden. Die haben wir wirklich hier vor zwei Tagen geil ausgepackt. Sehr geil. Also die ist noch cool, frisch. Cool. Nur leider, wie gesagt, also wenn du noch ein paar Gewichte hast, die können wir... Ich schau mal. Ich würde sagen, wir starten leicht. Hast du jetzt keine Hose? Oder? Ja, der kommt jetzt. Da holt mir jetzt immer eine Jogginghose. Ich finde meine... Gibt es ja mittlerweile auch für CrossFit, da gibt es ja auch Hosen, ne? Die sind so ein bisschen mit Stretch-Anteil, da kannst du sogar mit den Hosen, also die sieht aus wie Jeans, ganz normal. Ja. Du kannst halt mit der Jeans dann voll trainieren, weil die total bewegungsfrei ist. Das ist geil, Esperia. Das heißt, für mich ist eine Hose, wenn ich schmaler und dicker werde, passt sie sich mir an. Nicht zu schmal kaufen. So, wo ist denn, da ist die Kamera, ich ziehe mich jetzt aus, ne, Freunde, es ist mir eigentlich egal. Achso, ja, ist mir egal, das macht nichts. Ach, da ist die Kamera. Also, wir sind ja hier live, ne? Ja, man darf nur nicht, auf Twitch darf man nicht nackt sein, oder oben ohne darf man nur sein, wenn man in den Pool geht. 18, was? So. Ja, wir sind ja hier zu Hause, ne? Ich zieh das Ding hier durch, ich brauche nur noch die Jogginghose. Und danach muss ich hier gleich mal kurz... Als du das gesagt hast, habe ich was mitgenommen. Was denn? Eine Klamotten? Ja, ich habe wirklich gedacht, ich habe hier die Sporthose liegen lassen. Also, war ja auch super spontan, ne? So. Ja, ja, ich war echt, danke dir. Oh, mega, da ist die Hose. Da habe ich doch alles, was ich brauche. Ja, nice. Guck dir das mal an hier. So. Cool. Boah, die passt ja perfekt. Sag mal, was ist denn das für eine geile Hose hier? Wo haben wir die her? Warte, ich muss ja, ich ziehe jetzt, können wir eine Keule, kann ich eine Keule bekommen? Achso, sehr geil. Ich wollte dann testen, ne? Ich dachte dann, was du, wie du leiden darfst. Danke, Olli. Zu testen, warte, ich ziehe mir nochmal meinen Pulli aus. Wirst gleich schwitzen, ja. Ohne ist ja bei uns ein bisschen verpönt, ne? Aber bei mir auch, oben ohne ist nicht so meins. So, ich habe übrigens meine Weihnachtssocken angezogen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Weil alle anderen sind dreckig. Okay. Ich weiß, das auch das Problem, ist so wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Ey, leg cool los, erzähl mir, was machen wir heute? Lass mal ein bisschen Warm-up machen oder so. Ja. Ein bisschen, dass wir warm werden. Ich weiß nicht, wie groß zu Hause die Flächen sind, aber ich denke mal, das ist schon extrem klein, oder? So, wir können ja auch ein bisschen rübergehen. Ne? Wir können flexibel sein. Ja, ja. Also wir können auch. Wo habt ihr das Ding eigentlich her? Das die Beinpresse? Echt krass. Ja, ey. Hast du alles? Die stand in meinem Keller. Das war ganz früher. Ja, ganz früher war das in der Idee, als wir das hier gebaut haben, unten im einen Etage, also im Keller, einen Trainingsraum für alle, für die Mitarbeiter zu haben. Cool. Hat sich super etabliert bei uns. Ja. Niemand hat es benutzt. Bei Gamern vor allem. Ja, wir sind also, zumindest hier bei Take TV waren wir nicht ganz so aktiv. Dann habe ich das irgendwann bei mir in den Keller gestellt.
Das ist genauso verstaubt. Ja. Aber ja, wir haben es. Ja, sollen wir die nach hinten schieben? Ja, das müssen wir ein bisschen verschieben. Dann haben wir ein bisschen sollen wir die Stange runternehmen oder was? Oh, die ist ein bisschen Gewicht, wa? Ja, siehst du mal. Guck mal. Ja? Das ist aber das Max, was der Silvano schafft. Das ist ein Kollege von uns, ja. So, und. Soll noch ein bisschen Platz machen hier. Ja. So. So. Reicht das nice. So? Also, das Ding hier können wir natürlich auch noch mal ein bisschen umschieben. Ja, ja. Gewinnen wir auch noch mal ein bisschen Platz. So. Aber was kannst du dich noch erinnern von damals? Also, Wallbox haben wir jetzt nicht da, aber. Hast du Dumbbell-Snatches? Kennst du Snatches noch? Dumbbell-Snatches? Ja, die sagen mir noch was. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Cool, gucken wir uns da. Aber ich werde die sofort wieder wahrscheinlich gleich. Also, ich kann dir sagen, du kennst das doch. Immer dann, wenn man so traumatische Erlebnisse hat. Verdrängt man das. Die verdrängt man. Ja, die Schmerzen habe ich verdrängt. Ja, ich lege mein Mikro weg und du. Genau, lass einfach mal Warm-up machen. Ganz klassisch, das kann man auch zu Hause machen: Inchworms. Das heißt. Versuchst mit geradem Rücken so weit wie möglich runterzukommen. Ne? Und dann wanderst du nach unten auf den Boden und machst eine Liegestütze. Oh, kannst du ein bisschen anwinkeln, aber da fehlt ja nur noch ein Meter. Also es geht ja. Okay. Versuch's mal. Und dann läufst du nach vorne, einfach nach vorne wandern. Ne? Schön mit dem Bauarbeiter diktieren. Kannst auch schneller machen. Kannst auch schneller machen. Sieht gut aus. Machst mal eine Liegestütze. Kannst du aber auf den Knien machen, wenn es nicht geht. Dann wanderst du wieder zurück. Genau. Versuchst die Beine aber durchgestreckt zu lassen. Ja. Wenn es zu krass zieht, dann winkel die ruhig an und dann stehst du einfach mal auf. Genau. Nice. Also schön, oder? Ein bisschen bewegen, ne? Tut gut auf den Rücken. Machen wir 3 Stück noch und dann. Weil es so schön aussah. Ich hoffe, ihr macht die nach. Machen alle mit. Das Akku-Mikro, ist das live geschaltet? Das ist nicht angeschlossen. Ist ja fast ein gerader Rücken, ja. So weit wie du kannst, mit geradem Rücken. Katzenbuckel. Genau. Ja, und dann das geht's einfach runter. Oh. Nice. Zack, nur runter. Oh. Okay. Und dann eine Liegestütze hast du, ne? Ja, wenn du kannst. Ansonsten bleib auf den Knien, das geht natürlich auch. Ja, die geht locker, ne? Aber vielleicht für die Leute, die es nicht hinbekommen. Also ich finde ja immer die Leute fasziniert, die Yoga machen, ne? Weil die können so mit geradem Rücken einfach ausgestreckten Beinen zum Boden. Und ich denke mir jedes Mal so, wie geht das? So ein Schlangenmensch oder was? Das ist auch für mich Maximum mit geradem Rücken, aber man sollte trotzdem nach unten kommen. Aber wenn du nach vorne wanderst, ne, und du keine Liegestütze kannst, dann bleibst du einfach auf den Knien, drückst dich raus. Ne? Das ist ein bisschen einfacher. Ne? Ja, noch zwei, ja, noch einen, komm. Wir wollen jetzt nicht hier eine halbe Stunde Warm-up machen. Die Leute wollen dich auch leiden sehen, glaube ich. Ne? Also wenn wir was knacken, dann bleibt er einfach so, ne? Einfach genau. Liegen lassen. Ach, Olli! Stehe ich im Weg? Okay. Sehr nice. Und wie fühlst du dich? Mal wieder bewegt? Ja. Wird langsam. Cool. Geht's, dann, ist gut. Dann, wir haben ein bisschen Platz. Guck mal, dass du da nicht an die Seite kommst. Und jetzt versuchst du einfach mal ein bisschen die Arme kreisen zu lassen. Von vorne. Genau, große Kreise. Ich weiß, deswegen. Was machst du denn da? Ja. Cool. Jetzt versuchst du mal ein bisschen stärker zu werden. Versuch die Beine mal mitzunehmen, dass du richtig in den Schwung kommst. Wenn die Finger kribbeln, machst du es richtig. Dann bist du schnell genug. Also wer von euch macht denn mit? Ja, geil, ne? Macht jemand mit? Ein bisschen durchbluten. Ja. Genau, dann mal rückwärts. Ja, mal 20 Stück ruhig. Das ist geil, die Streckung, wenn du so richtig reingehst. Ne? So ohne Scherz, man hat es echt nice. Gehört. Ich muss ehrlich gestehen, ne? Ich habe diese Home-Gyms, die Live-Workouts, die wir machen, ne? Ich habe so Muskelkater. Ja, komm, generell. Also. Workout, da waren die zweiten 6 Minuten, ich kam nicht mehr zum Boden und dachte so, fuck, du bist live, mach einfach weiter. Ich habe voll den Krampf gehabt und dann so, Alter, ich sterbe. Sehr geil. Cool, dann mal ein bisschen was für die Hüfte. Mach mal einen großen Ausfallschritt. Das heißt, das ist natürlich jetzt auch noch rutschig, muss aufpassen. Jetzt mache ich den Boden kaputt, genau. Nice. Jetzt, ich weiß, Mobility und so, ne? So die Hände auf den Boden zu legen und dann den Ellenbogen nach hinten zu bringen. Und möglichst den und möglichst nah am Fuß bleiben. Also du gehst quasi so neben den Fuß und drückst deinen Ellenbogen nach hinten runter. Genau, und jetzt so weit wie du kommst. Ja. Und merkst du es schön, ne? Cool. Ruhig mal 10 Sekunden halten und dann Seitenwechsel. Da fehlt ja nicht viel. Da fehlt nicht viel. Geht noch tiefer normalerweise. Ja. Bist noch nicht warm, ne? Ja. Nein. Also wenn ich einmal warm bin, dann soll ich am Boden. Sehr geil. Okay. Andere Seite. Was machst du denn? Geil. Gürtel hast du auch da. Der ist vom Kai. Achso, okay. Aber dachte schon, wofür benutzt du den denn?
Yes. Wenn es in der Leistengegend merkst, irgendwie Hüfte, mega. Dann machst du da alles richtig. Und was sagst du denn, das erster Zwischenstand so? Erster Zwischenstand. Wann kommst du dazu, Olli? Keine Ahnung. Nice, reicht. Okay. Cool. Jetzt versuchen wir stehen jetzt ein bisschen breiter. Wir üben mit, versuchen jetzt schon mal so ein bisschen in die Ausgangsübung zu kommen gleich, die wir gleich machen werden. Und jetzt versuchst du mal mit geradem Rücken möglichst zum Boden zu kommen. Das heißt, du beugst dich nach vorne, ich mache mal von der Seite, beugst dich nach vorne bis zu den Knien, gerade Rücken halten, ganz wichtig. Und jetzt versuchst du die Beine anzuwinkeln, ein bisschen mit den Fingern den Boden berührst. Ja, mehr in die Beine, mehr runtergehen mit den Beinen. Yes, sauber. Und schön Brust raus, ein bisschen aufrechter bleiben, genau, gehen wir runter. Nach vorne beugen bis zu den Knien. Jawohl. Ja, guck mal, da ist doch deine Kniebeuge wieder von früher. Ja, ja. Ah, Medball Cleans, weißt du noch? Ja. Die waren schön, oder? Ja. Ja. Die konnte ich am Anfang gar nicht. Ja, ja. Irgendwann passiert es, dass ich auf einmal runtergekommen bin und dann konnte ich sie einigermaßen. Ja. Vorher konnte ich noch nicht mal die Gewichte von den, also normal waren da sehr zierliche Frauen, die alle 10-mal so stark waren wie ich. Und die hatten trotzdem 3-Kilo-Bälle oder so und ich konnte nicht mal den 3-Kilo-Ball hochwerfen. Irgendwann konnte ich den 3-Kilo-Ball hochwerfen. Das war schon am Anfang. Ja. Nice. Genau. Das ist jetzt übrigens vor allem ganz wichtig, gleich für die Übung, dass du hier gerade bleibst. Mach nochmal. Genau. Jawohl. Schön. Ein Traum. Träumchen. Wie viele? Ja. Bisschen warm bist. Nein, Spaß. Was haben wir denn hier an Gewichten? Mal gucken. 10 Kilo? 10 Kilo? Ah, nimm mal die kleine erst. Ne? Wir wollen ja nicht übertreiben, ne? Cool. Also. Versuch's jetzt mal, Deadlifts, quasi mit der Kurzhantel, okay? Wenn ihr zu Hause irgendwas habt, Flasche Wasser, Sixpack Wasser, ne? Versuchen wir hier auf den Boden zu kommen und erstmal nur aufzustehen, okay? Zack, einarmig, dann wechseln wir den Arm, gehen wieder runter. Ne? Endübung, wollen Snatches gleich machen, ich muss gucken, das passt. Ne? Wir gehen runter und dann, boom, geht's über Kopf, okay? Dann geht der Wechsel hier. Einmal Boden berühren, hoher Ellenbogen, raus, okay? Ausprobieren. Versuche erstmal nur die Deadlifts und dann gehen wir ein bisschen in die Technik rein. Erzähl mal, dass die gleiche Bewegung. Genau, gleich wie gerade, auf dem Boden und dann erstmal nur sauber. Gerade Rücken also, ist da wichtig. So ist die Endposition noch gerade erstmal. Genau, erstmal nur gerade. Und dann versuchen wir gleich aus der Hüfte zu beschleunigen. Nice. Ruhig nach hier mal den Arm wechseln, die Hand wechseln. Genau, mal 5 Stück pro Seite. Soweit sieht es ganz gut aus. Ja, ne? Rücken ist auch gerade. Was wir hier worauf wir achten müssen, ist, dass wir hier, wenn es schwerer wird, die Beine tot. Dann macht man meistens nur noch den hier und dann kommt der Rasenmähermann. Das ist nicht so schön für die Wirbelsäule, deswegen müssen wir mal schauen, dass wir hier gerade sind. Deswegen nehmen wir am besten den anderen Arm hier vorne raus, weil wenn du den nach hier nimmst, guck mal, was mit der Schulter passiert. Komplett eine Rotation. Genau. Und dann, das ist schön, nice. Schön. Sehr geil. Sieht gut aus. Träumchen. Ich war jetzt letztens noch beim Level... Ist das jetzt hier noch warm? Ja. Ja, ja. Wunderst du dich schon, oder? Nein. Nice. Okay, reicht. Gehen wir kurz her. Switch. Den nächsten Schritt. Damit die Leute das zu Hause auch machen können. Wie gesagt, Flaschenwasser reicht für den Anfang vollkommen. Ne? Wir versuchen jetzt hier einen Ellenbogen mal hochzuziehen. Also Hüfte, Ellenbogen. Hast du hier eine Person? Musst du nicht sagen, aber stell die dir einfach vor, imaginär hinten. Ja, okay. Oder irgendwas, was du hast oder gar nicht magst. Red Bull hier. Cola, okay? Ich stehe hier. Genau. Dann versuchst du dem einfach so ein bisschen so ein High Elbow zu verpassen, ja. Okay? Je höher der Ellenbogen nicht bei der Übung ist, desto einfacher wird die Übung. Ja? Das heißt, wenn ich von hier unten den hohen Ellenbogen mache, guck mal, dann fliegt das Gewicht schon bis hier und ich muss nur noch nachdrücken. Das heißt, du kriegst schwereres Gewicht, besser bewegt, okay? Wie gesagt, das kannst du auch mit der Wasserflasche machen. Wird gleich anstrengend genug, okay? Versuch mal erst nur den High Elbow. Also das heißt, Boden berühren und bam, raus damit. Los geht's. Also Leute, ihr könnt euch mitmachen zu Hause, ne? Ja, spät den Arm. Erst versuchen wir zu springen und dann kommt der Zug, okay? Versuch nochmal. Yes, nice. Okay, anderer Arm. Ruhig mal wechseln, genau. Wollen uns ja noch ein bisschen Warm-up machen. Das ist jetzt schon ein Warm-up-Technikteil. Schön, nice. Andere Seite, cool. Und bist langsam warm? Ja, also merkst du, der fliegt das Gewicht alleine und dann, oh, okay, cool. Na, dann müssen wir mehr Gewicht nehmen. So, shit. Ja, wir haben ja. Alles gut. Nice, machen wir mal 2 Stück pro Arm und dann gehen wir zur nächsten Übung über. Yes, nice. Und es ist schön, wieder zurück zu sein. Sauber, Rücken ist gerade. Nice, die Knie gehen nach außen, wenn du unten bist, ein Traum.
Das ist auch ganz wichtig, dass die Leute hier, wenn ihr zu Hause mitmacht, schaut, dass die Knie, wenn ihr runtergeht, geht mal runter bis zum Boden, genau, in die Ausgangsstellung, dass die Knie hier immer über den Füßen bleiben. Okay, ich mach's mal auf der Seite. Knie gehen hier in die Füße. Das heißt, du müsstest hier ein bisschen enger stehen oder hier ein bisschen rausschieben. Okay. Oh. Yes, also steh ein bisschen enger. Yes, nice, sieht gut aus. Cool, Pause. Snatches, das waren Dumbbell Snatches sozusagen. Wie gesagt, eine Wasserflasche, irgendwas, was schwer ist. Ihr könnt auch einen Rucksack nehmen. Da soll man kreativ bleiben. Ne? Cool. Übung klar, oder? Easy. Mega. Machen wir Kniebeugen danach? Okay. Easy, sagst du? Nee. Ich merke schon überall. Ja. Ist geil. Deswegen machen wir auch gleich nur ein kurzes, knackiges 6 Minuten. Ja? Vollkommen in Ordnung. Okay. Okay. Muss einfach schneller sein. Easy. Ja, mach ich. Okay. Ich Kniebeugen. Ganzen Fuß belasten. Hüfte geht nach hinten, unten. Ja, und die Knie nach außen. Das war es eigentlich schon. Wenn du kein Gewicht hast, ist es auch eigentlich relativ egal, wie der Rücken aussieht, weil du belastest ihn ja nicht. Ja. Aber bleib trotzdem groß. Also Brust raus. Okay? Das heißt, Hüfte nach hinten unten, Knie raus. Boom. Aufstehen. Okay? Ja. Versuch die Knie ruhig ein bisschen weiter nach vorne zu schieben. Ja. Und hier kannst du auch mit der Standbreite variieren. Ne? Solange die Füße auch nicht zu weit nach außen drehen, weil wenn du so stehst, dann musst du auch so einen Squat machen. Das wird irgendwann sehr unschön. Das Ballett. Das ist ein Ballett. Deswegen haben die meistens Vorteile, weil die mobil sind. Yes, sauber. Schön. Cool. Funktioniert. Kannst du, ne? Genau. Was du auch schön machst, ist die Hände hoch. Dadurch bleibt der Rücken gerade. Also wenn du mal mit Gewicht arbeitest oder so, versuch die immer schön hochzunehmen. Nice. Cool. Funktioniert. Reicht. Also spontan für einen Workout. Noch 5 oder so. Noch 5. Du hast jetzt kein Mic mehr. Wollen wir den Burpees mit reinnehmen? Oder? Ja, genau. Oder willst du stattdessen benchen, dass du so ein bisschen sagst, ich habe was ich mag, was ich kann? Okay, cool. Also dann machen wir Burpees. Genau, Liegestütz, Strecksprung. Ah. Also für zu Hause, wir machen jetzt erstmal warm. Ne? Fuß nach hinten, einmal ablegen, aufstehen, Fuß nach vorne. Und dann springt man und in der Luft tappt man hinter dem Kopf quasi. Einmal klappt man zusammen. Genau, einfach mach erstmal einen Step nach hinten. Also mach mal vor, Step nach hinten. Ne? Dann bist du in der Liegestützposition, dann kannst du auch eine Liegestütze machen. Die wird nachher keine Liegestütze mehr sein, das ist aber vollkommen in Ordnung. Und hoch, genau, nice. Wenn du die schnelle Competition-Variante jetzt machen willst, versuchst du nach vorne zu springen, genau so, aber ganzen Fuß am Boden, wenn du landest. Viele, das sehe ich immer, wenn die jetzt sagen so, oh, ich habe keine Ahnung, ich kann Burpees, dann machen die so. Hast du gehört? Das war mein Knie. Deswegen sollte man das nicht machen, okay? Das kann böse enden. Deswegen immer ganz Fuß landen, okay? Da hilft es meistens, wenn du ein bisschen breiter springst, so zu den Händen. Aber so ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Ja. Nice. Vielleicht nur 5 Stück, okay? Reicht. Oh no. Reicht, oder? Wir wollen einen Workout machen. 5? Ja, gleich im Workout. Das ist das Warm-up. Das ist das Warm-up noch. Immer noch. Cool, nice. Dann haben wir alles. Wir haben 3 Übungen. Ich würde sagen, 6 Minuten einfach nur Vollgas geben. Ja, das ist ein Sprint. Guck einfach, wie du dich fühlst. Guck mal, dann könnte ich noch ein Whiteboard für morgen besorgen oder so. Wir haben eins. Habt ihr eins? Hier steht eins. Guck mal, dann kann man das. Ah, nice. Guck mal, dann kann man das anschreiben, alles immer. Dann lass doch mal was. Komm, wir sind top vorbereitet hier. Voll, ey. Olli, ab morgen bist du dabei, ne? To do. Kann man das irgendwie... Kamera können wir zeigen, das Whiteboard wahrscheinlich. Da wird es jetzt mal draufgeschrieben. Schreib einfach mal drunter, what? Workout of the day, das sind ja immer die englischen Begriffe. Ja. Das sagt am Anfang eh nichts. Naja, das ist aber im ne? What sagt man noch was. Ne? Kennst du noch? Konnte ich immer online auf der App da genau. gucken, welche Whats wir haben. Da habe ich mir gedacht, jawohl. Genau, jawohl. Griff steht kein Wort. Was denn, Thruster? Keine Ahnung, googelst du, ach du Scheiße, ich sterbe. Nein. Sehr geil. Also, wir haben jetzt gemacht Snatches, Squats und Burpees. Ja. Geht ziemlich viel auf die Beine. Mhm. Okay. Gut. Und ein bisschen Schulter, also Ganzkörper-Workout. Wir machen 5 Burpees, okay? Weil die Burpees heißen nicht umsonst Burpees. Burpees ist ja übergeben. Ja. Also, wollen wir nicht zu viele machen heute. Dann machen wir 10. 10 Dumbbell Snatches, okay? Ach, machen wir so. Dumbbell Snatches, also mit der Einzelhantel oder. Wasserflasche oder Rucksack, also kreativ bleiben, irgendwas, was ihr zu Hause habt. Hufeisen, genau. Was man so zu Hause hat. Philipp Hinz hat ein Hufeisen zu Hause. Der hat glaube ich, viele Pferde. Snatches. Und dann machen wir 5, ja, machen wir 15, komm. 15 Squats. Bist du gerade von 5 auf 15 gegangen? Ja. Also nicht so die 10, sondern direkt 15. Genau, also dann hast du 15, das ist eine schöne Reihenfolge. Okay. Weil Squats kannst du ziemlich gut, das wird dir Spaß machen. Das sind 6 Minuten. Das ist wie mit dem Kaffee machen für den Chef. Immer Salz rein, da muss man das nicht nochmal machen. Genau.
Ich lobe dich gerade, dass du gute Squats machst. Nice. Ja, gut, freu mich. Ja, freu mich. M-Rap 6 Minuten nur, okay? Ja. Reicht 6 Minuten M-Rap Workout. M-Rap bedeutet as many rounds oder repetitions as possible, also so viele Runden, wie du kannst in 6 Minuten. Ja. Das heißt, du machst 5 Burpees, 10 Dumbbell Snatches, 5 pro Arm sind das, immer alternating, also wechselnd, ja, wie wir es gerade geübt haben, dann 15 Kniebeugen. Wenn du durch bist nach einer Minute, machst du die nächste Runde. Okay. Competition, okay, das mag ich. Das heißt, ab morgen, geil, wir brauchen jetzt noch so einen Counter ab morgen. Soll ich mitmachen für dich, oder? Wenn, ja, wenn du Bock hast. Ja. Nein. Da muss ich gerade aber gar nicht mitmachen. Ah, nee, komm, du musst ja nachher noch um 19 Uhr wieder live gehen, oder? Ja, da mach ich halt nochmal mit. Na gut, ich denke, deine Übungen da, die du mit mir machst, sind für dich eh gerade wahrscheinlich nicht mal ein Warm-up. Ach doch, das ist schon, sieht schon ziemlich anstrengend aus. Okay, lass uns loslegen. Cool, dann lege ich mein Hit mal um ab hier. Na, noch ist er dann nicht kreidebleich, vielleicht ist er nach dem Warm-up ein bisschen kreidebleich. Ja, ich würde auch. Das waren die Burpees. Dann die Snatches sind hier runter. Hoch. Andere Seite. Und dann hatten wir noch 15. Ach, klar, klar. Okay. Okay. Ja, das ging jetzt. 6 Minuten. Haben wir einen Timer? Wir haben einen Timer. Ah. Also Timer habe ich, ne? Okay, also, ne, Timer ist... Die hat jetzt gerade nur die Handkeule, ne? Ja, Timer habe ich. Ja, die müssen auch hier, die machen ja ihre Übungen, aber kann ja nicht mehr. Wer startet Timer? Ich habe Timer, ne? Dann. 2, 1, go. 6 Minuten live quälen. Ja, 5. Also da sind wir jetzt bei 3, 4, 5. Und Arm wechseln. Da. Die ersten 30 Sekunden sind um. Er ist ein bisschen trainierter. 10. Dann 15 Kniebeugen. 1. Jawohl. Hier bist du länger. Jawohl. Und hier. 2. Und 3. Und 4. Und wir haben die 5-Minuten-Marke erreicht. Und 6. So. Und 7. 7. Und 8. Elf. Stimmt. 12. Stell dich stramm vor. 13. Du hast gerade dein Medizinball in der Hand gehabt. Und scharf. Und dieser. 15. Ja, was wird heller? Burpees, 5 Stück. Ohne 1. Wie viele Minuten haben wir noch? Na, noch 4,5 Minuten. Nee, jetzt, das ist der 5. So, jetzt 10 Arme üben. Wie gesagt, das Ergebnis ist leichter. 1. Und 2. Jawohl. Und 8. Warte, ich komm. Jawohl. Und 4. Schön. Und 5. Und 6. Jawohl. Erst springen, dann ziehen. Und 7. Komm. Neun. Und elf. Und zehn. Yes. Jetzt. Und sechs Squats. Wo sind wir? Wie viele Minuten? 3,5. Und 2. Und 3. Also ich wäre schon tot. Also ich lag da schon. Herzinfarkt. Und 5. Und 6. Oh, 5. Und 4 raus. Komm. Und 7.
Also Chat, ne? Die Halbzeit haben wir jetzt geschafft. Das sieht man wahrscheinlich. Oh, nice. Oh nein. Wie viele waren das hier? 9. 15. Also harte Competition. Ja, ansonsten ne, sehen wir Dennis heute halt nicht mehr am Tag. Also vielleicht war es das schon. 2,5. Ne, noch 2,5 Minuten. Nee, das sagen wir jetzt nicht an, sonst wäre es ja gemein sonst. Ne? Ach Gott, da bin ich auf Pause gekommen. Nein. So kann man auch den Stream-Start-Tag genießen. Einmal ordentlich quälen. Jetzt noch, jetzt sind wir wieder bei Kniebeugen, 15 Stück. Ja, jetzt nochmal. Noch einmal quälen, Dennis. Zeit ist auch fast bald um. Ah, jetzt noch. Eine Minute. Ja. Also für die 5 Burpees habt ihr noch Zeit. Ja. 33 Sekunden. Er macht nicht zu schnell, sonst müsst ihr die 10 Dinger wieder machen. 3, also jetzt 4. Ich hab 5, komm jetzt. 17 Sekunden. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und durch. Ja, das mit dem Überleben ist noch nicht gesichert, ne? Er muss sich ja nicht mehr bewegen heute, da sind sie heute den ganzen Tag rum. Ja, wieso? Der muss doch von da wieder zum Stuhl. Also. Ich kann ihn tragen, ja. Ich glaube, wir müssen ihn gleich erstmal in den Pool werfen, damit er. Genau, ab in den Eisbaden. Sauber, Dennis. Ah, jetzt kommt Bankdrücken, habe ich gehört. Ist der eigentlich weiß im Gesicht? Warte, Chris Mikro. Wie geht's dir? Das war ganz schön anstrengend. 6 Minuten. Aber ich glaube, wir haben 3 Runden voll gemacht. Wir waren in der vierten, oder? Wir waren in der vierten. Meinst du auch Problem? Oh. Sag mal, ist das für dich ein lockeres Warm-up? Also jetzt mal ganz, ganz im Ernst jetzt. Wenn du drin. Sag mal, du bist jetzt in Best Shape, ja? Du bist voll fit, bereitest dich gerade vor, trainierst täglich. Ich meine, du lachst ja dann über sowas. Nee. So. Also, nee, Warm-up ist das nicht. Du kannst ja alles hochskalieren. Also, ich hätte jetzt auch mit 22 Kilo machen können, die Double Snatches. Ne, ich habe jetzt, was hat er gehabt? 10 Kilo, 12 Kilo. Das ist jetzt 12, 13 Kilo. 13 Kilo, ja. Wenn die Technik passt, ist es halt auch nicht mehr schwer. Ne? Deswegen geht die Technik immer vor, weil dann kannst du auch wieder mehr Gewicht bewegen, dann wird es wieder anstrengender. Ne? Und wenn du es nicht schaffst, hey, nimm die Kleine am Anfang. Ist doch vollkommen in Ordnung. und dann hättest du sagen können, das sind keine Kniebeugen, sondern ich mache Umsätzen im Squat. 60 Kilo draufpacken und dann hast du auch wieder
dann stirbt jeder in der Kombo. Also es kommt immer auf, die, auf das Gewicht an. Ne? Wenn Technik passt, kannst du höher gehen. Ansonsten bleib erstmal bei kleinem Gewicht, komm im Bewegungsablauf rein und dann kann man steigern. Also so anstrengend es auch ist, aber das Ding ist ja immer, wenn man fertig ist, denkt man, geil. Ja, oder? Das ist das geilste Gefühl, auch wenn ich kaum noch gehen und atmen kann. Aber die Konsequenz daraus, dass man danach irgendwie das Gefühl hat, boah, du hast wirklich was geschafft, meine Beine ziehen hier richtig. Der ganze Oberschenkelmuskel brennt. Das finde ich richtig geil. Wir sehen uns wann wieder? Was haben wir heute? Freitag? Montag sehen wir uns wieder. 13 Uhr. Boah, 13 Uhr. Da fangen wir nach. Jo, geil. Wollen wir jetzt noch mal eine Minute hinsetzen? Ja, gerne. Oh mein Gott. Warte, ich komme. Sit-ups, ja. So, haben wir eigentlich zwei Handkeulen? Okay. Oh. Das könnten wir uns dann auch noch überlegen. So. Okay. Der Piet. Ja, das. Boah. Ja, ich habe auch geschwitzt. Bei mir läuft ja die Suppe noch mal locker 20 Minuten nach. Boah. Active Rage, da gebe ich dir übrigens vollkommen recht. Da, ja, die ganze Corona-Thematik nehmen wir ja wirklich todesernst. Ja. Also muss ja wirklich sagen, wir machen ja keine Späße, aber wo man überreactet, ist ja, ich meine, wir haben ja gegenseitig das Mikrofon angefasst. Ja, auch, das müsst ihr auch jedes Mal desinfizieren. Exakt. Aber man geht ja davon aus, dass man jetzt sagt, oh geil, cool. Man geht davon aus, ey, du kommst rein, desinfizierst dich direkt, also du wäschst dir die Hände mal. Ja, ne? Ja, genau. Und dann bist du ja eigentlich safe, wenn du dir jetzt nicht die ganze Zeit ins Gesicht hast. So, das übrigens so wie ich jetzt so. Hi. Als To-Do für uns, Desinfektionszeug an der Tür für uns oder irgendwo hier in der Halle, wenn Leute reinkommen, dass das Erste ist, was wir machen. Genau. Das ist eine gute Idee. Das sollten wir auf jeden Fall besorgen. Ja. Dann, haben wir alles da? Ja, oder kommst rein, gehst auf Toilette schnell, wäschst dir erst die Hände. Und geil, wenn ist jetzt hier auf dem Boden auch rumgehampelt bist, vielleicht auch einmal sauber machen. Ja, das ist, das sind die Sachen, die wir auf jeden Fall mit auf dem Weg. Ja, wir lernen ja. Aber boah, nice. Boah, ja, also richtig geil. Also ich bin dabei, ich bin durch. Also cool. Ich bin durch, aber ich bin dabei. mega geil. Also das. Oh, und jetzt mit dem endorphinen Ausstoß jetzt noch kommentieren. Das ist geil, oder? Du bist richtig jetzt happy grade, jetzt. So, yes. Jetzt, jetzt gerade ist Party abgehen. Wer hat denn mitgemacht hier von euch? Oh, das ist eine gute, das ist eine sehr gute Frage. Hat jemand komplett mitgemacht? Hat jemand einzelne Übungen ausprobiert? Hat er mal versucht, die nachzumachen? Sag mal ganz ehrlich. Auch interessant zu wissen, was ihr benutzt habt. Ja. Als für die Dumbbell Snatches. Genau. Da muss man einfach kreativ sein zu Hause und keine Ahnung, Wasserflasche oder Rucksack, wie gesagt. Ne? Aber da auch Technik zuerst. Leute, guckt, dass ihr einen geraden Rücken habt, Knie raus, dann kann euch da nichts passieren. General, tatsächlich war, ich bin nicht mehr rausgegangen, also ich gehe auch nicht mehr raus. Also ich, wenn ich nicht schon infiziert war, werde ich sowieso nicht mehr infiziert, weil ich bin wirklich nur noch hier drin in diesem Gebäude. So, Akkuschrauberkoffer. Ja, geil. Ich habe Schokolade gegessen dabei. Ich habe nebenbei Mittag gegessen, sagt Daily Lead. Akkuschrauberkoffer ist aber auch Ja, zwei kleine Flaschen, das jetzt so hinter dem... Achso, das ist ja, ich dachte, er hat er benutzt. Ja. Ich habe es bis fast zum Ende geschafft, Benji, sagt er. Cool. Cool. Was heißt bis fast zum Ende? geil. Leute, mega. So. Schön. Ja, ansonsten, wie gesagt, du bist auch herzlich eingeladen heute Abend, 19 Uhr, gehen wir wieder live. Ne? Genau, wo findet man euch denn? Das YouTube, CrossFit Krefeld. CrossFit Krefeld. Yes. Also werden ja wohl, ich schreibe es mal gleich hier nochmal rein. Wir machen das auch live für jeden, der reinkommt, der kommt rein. Also jeder, wir haben gesagt, bei 100 Viewern muss der Dragan sich die Kopf rasieren. Na, ehrlich? Haben wir wirklich gesagt? Wir haben das der Community überlassen, was wir machen dann. Aber. Nice. Das finde ich gut. Ja, heute Abend um 19 Uhr, wenn wir sind ja um 19 Uhr noch live, dann kommen wir bei euch mal rüber. Ja, cool. Checken wir das mal aus. Ja, geil. 19 Uhr, CrossFit Krefeld, auf YouTube seid ihr. Ja. Checken wir auf jeden Fall aus. Dann gehen wir nachher mal rüber und gucken uns an. Das heißt, du trainierst bei dir und zeigst die Übung vor und Leute machen es nach. Genau. Wir machen quasi Homeworkout für alle. Im Prinzip machst du das Wort für dich selbst und alle Leute machen es nach. Ja, aber ähnliches Stil. Okay. Redboard, Workout sieht so aus. Was gibt es für Übungen? Was muss man machen? Worauf muss man achten? Und dann schön, ja, gehen die Seite Tat. Ja, geil, danke dir. Nice, danke. ja, und dann gehen wir live Gas. Also drei Coaches oder zwei, je nachdem, wie es gerade aussieht. Und dann machen wir es. Und das macht ihr täglich?
Yes. Also Montag bis Freitag 19 Uhr. Sonntags machen wir Rest Day. Soll mal sein. Aber Samstag wissen wir nicht, wie viel Uhr. Wir sind jetzt vor 2 Tagen halt auch das erste Mal damit live gegangen oder 3 Tagen. Und dann Wahnsinn. Aber das finde ich übrigens, das ist das Coole an der ganzen Geschichte. Übrigens so viel negative Sachen, das es halt auch hat. Aber die Upside aus der ganzen Geschichte ist, Leute werden wieder kreativ, gehen aus der Comfortzone raus und überlegen sich andere Sachen. Ich habe ja schon gesagt, wenn das hier alles vorbei ist, wir machen hier irgendwie jeden Abend einmal so einen Bar-Talk mit dem Robin, der hier der Barchef ist. Und dann haben wir gestern 2 Stunden, wir wollten eine Stündchen reden, haben wir, es sind 2 geworden. Und dann haben wir auch darüber, guck mal, was für Vorteile es eigentlich mit sich bringt. Die ganzen alten Unternehmen, die immer noch nicht verstanden haben, dass teilweise Homeoffice, nicht überall, aber sehr oft auch sehr viel Sinn machen kann, jetzt sind sie gezwungen, sich Gedanken zu machen. Das feiere ich halt, weil vielleicht merken die, warte mal, vielleicht ist das ja gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, aber das Problem ist ja auch, die Unternehmen, die halt schon was länger am Markt sind oder so, die haben das vielleicht gar nicht die Möglichkeit oder haben es noch gar nicht bedacht. Ne? Ja. Das ist halt immer das Problem, dass die IT auch oft unterschätzt wird. Ne? Ich meine, du kennst das, du weißt, was für ein Aufwand das ist, jetzt auf so einem Event da alles auszustatten und alles einzurichten. Ja. Ich meine, wir hatten jetzt auch schon das Problem, nur ein YouTube-Video reinzumachen. Ja, welche Kamera nimmst du, Mikrofon, scheiße, Ton war kacke, was, dann verbessert man halt on the fly. Ja, wenn wir euch übrigens helfen können, also was so Technik und sowas angeht, wir sind ja so eine Eventfirma mit Produktionstechnik. Ein Setup benutzen wir besitzen aber mehrere Setups. Und wenn es nur eine Kamera ist oder irgendwas anderes, Mikrofonie, wir haben halt wirklich super viel, auch wirklich gute Sachen, die wir einfach nicht benutzen können. Ihr müsst mal sagen, was ihr gerade benutzt. Also was wollt ihr machen und was benutzt ihr gerade? Vielleicht können wir euch Sachen einfach dann geben, die ihr dann so lange benutzt. Ja, das wäre mega geil. Wir haben auch den Max, der trainiert bei uns, der hat auch eine IT-Firma, der hat auch schon gesagt, so boah cool, wenn wir jetzt irgendwas mit Webcam machen oder so, dann schicke ich dir 10 Cams zu. Geil. Mega cool. Und ich so, ja geil, Leute, das ist das. Ne? Wir müssen uns alle irgendwie unterstützen. Mega. Und das feiere ich halt so bei unserer Community, ne? Dass ich halt alle so... Ja, das hab ich ja schon von dem ersten Tag an. Ja. Da hast du direkt so... Kommst du in den Raum rein, du wirst herzlich willkommen und du hast direkt ein gutes Gefühl. Ihr hattet noch einen Kickertisch. Da, der steht immer da. Mit deinem Vater hatte ich dann Kicker gespielt. Das stimmt. Und dann haben wir direkt eine Runde gespielt. Der ist auch ein richtiger Competition-Typ. Und mit dem habe ich auch schon trainiert zusammen. Wir hatten ja so eine Two-on-Two-Session, also Two-on-Two-on-Two-on-Two oder was das war. Team of Twos. Ja, da hatten wir dann auch zusammen trainiert. Das war ziemlich geil, weil der mich noch richtig angesprochen hat. Komm jetzt! Und denkst du so mit dem, wie alt ist der jetzt? Ey? Und dann hat er richtig Gas gegeben und der hatte richtiges geiles Mindset, das war richtig geil. Ja, nee, ich erinnere mich jetzt drauf. Ja, cool. Aber so habe ich ihn auch mal zum Sport gekriegt. Ne? Spielt sonst immer Squash, habe ich auch früher mit ihm gespielt, aber sowas ist natürlich dann geil. Ne? Ja. Oh, ja, also hat mir mega Bock gemacht. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ja, danke dir. Montag 13 Uhr sehen wir uns wieder. Cool. Ihr wisst jetzt Bescheid. Also, ganz kurz, das war jetzt ja spontane Action, selbst ich war überrumpelt. aber Montag, Mittwoch, Freitag werden wir jetzt 3-mal die Woche CrossFit machen. Und ihr solltet dann immer kurz vor 1 in Sportsachen sein. Ja. Stellt euch eure Lebensmittel hin, die man als Gewichte benutzen kann. Wenn ihr noch irgendwelche wirklichen Gewichte habt, Stangen, was auch immer, stellt alles schon mal bereit. Es kann sein, dass wir davon irgendwas brauchen und ihr mittrainiert. Warum nicht? Wir sind zu Hause, wir haben alle Zeit. Die Schulen, die Unis, die Arbeitsplätze werden immer und immer mehr gesperrt. Ja, was machen wir mit der Zeit? Wir werden jetzt alle mal wieder ein bisschen fitter. Ja, ne? Finde ich richtig gut. Geil, ne? Boah, so braucht ihr nicht zu uns kommen, wir kommen zu euch. Mega gut. Finde ich richtig gut. Sehr geil. Ich kann nur Danke sagen, Pete. Ich gucke heute Abend rein. Ich gucke definitiv heute rein. Okay. Und wir haben so ein Format geplant. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das machen so YouTuber und so. Die machen so ihre VODs. Also machen so Videos, wo sie halt reacten, was andere Leute machen. Und das macht der Dragan. Brater TV. Ja. So, und das werde ich dann heute Abend bei euch machen. Ja, geil. Ich reacte mega. Ja, also das war wirklich nicht sauber ausgeführt hier. Also sorry, aber als ich heute die Burpees gemacht habe, ne, da war der Rücken gerade. Aber hier, also wirklich. Ja, das ist gut. Geil, freue ich mich drauf. 19 Uhr, da haben wir schon wieder unser Format hier umgesetzt. Ja, geil. Pete, ich wünsche auf jeden Fall erstmal noch viel Erfolg mit dem neuen Format, das ihr hier gerade baut. Wir gucken auf jeden Fall heute rein, wir sehen uns Montag in alter Frische. Ja. Finde ich geil, dass du so spontan vorbeigekommen bist. Und ich würde sagen, bis Montag. Hab ja sonst nichts zu tun, ne? Ja, also du findest uns übrigens hier, ne? Also jeden Tag twitch.tv/take. Da kannst du jeden Tag reinschauen, wenn du Langeweile hast. Ja, siehst du da irgendwelche Jungs und Mädels, die hier... Weiß ich nicht, mit dem Flamingo im Pool schwimmen oder so. Geiler Scheiß. Dennis, viel Spaß noch. Bleib gesund. Ebenso. Wir sehen uns Montag. Kommt nice. Nach Hause. Die Jungs kamen nicht ab. Boah, ja, also ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir auf jeden Fall. Also so anstrengend, wie es auch ist. Aber also das ist halt auch wirklich geil. Und macht auch wirklich Bock, wenn es fertig ist. Also wenn man durch ist, dann ist das schon eine ziemlich nice Geschichte. Boah, ich hoffe, der eine oder andere macht am, ich bin echt noch einmal platt. Aber die Beine sind wirklich schwer. Tschüss, schönes Wochenende.
ja, ich hoffe, ihr seid Montag mal der eine dabei. Ich fände es wirklich richtig geil, wenn der eine andere von euch dann Fotos mal schickt, im Dress vorbereitet. Und dann geht die Party ab. Ich glaube, ich gehe jetzt mal rüber in mein Gaming-Setup, weil da wartet ein gemütlicher Stuhl auf mich. Und das ist so ehrlich gesagt das, was ich gerade gebrauchen kann. Wenn nicht ein Bett, dann wenigstens ein Stuhl. Ich habe euch ja versprochen, dass ich jetzt hier noch ein bisschen länger bleibe. Obwohl ich jetzt schon